Tach, da seid ihr ja wieder. So, ach, was habe ich denn hier? Ach, hier ist auch noch ein Soli-Bändchen. Ja, das war jetzt ein bisschen teuer, ne, das Soli-Bändchen. Ne? Also, ja. Ich sage mal, für drei Stück ist das der normale, die normale Spende. Was für was? Für drei Stück 2 Euro. Ja, das habe ich auch aber nur gekriegt. In Köln. Ja, das habe ich auch immer nur so gekriegt. Ja, aber wo sind die da? 1,5 Euro. Boah. Ja, das stand ja sogar hinten. Du musst ja nicht drauf eingehen. Da musst du sagen, nee, tut mir leid, ist uninteressant. Da müssen wir ja nicht drauf eingehen. So, jetzt geht das aber hier. Erstmal. Küchentechnisch zur Sache. Wo habe ich denn hier? Ja, hier habe ich Speck. Speck ist wichtig dafür, was ich vorhab. Jo. Gucken hier. Das kann auch. Das kann ich alles schön da drin verarbeiten. Dann ist das nämlich weg vom P. Oh, aufpassen hier. Ah, da riecht aber noch Knoblauch. Du leck mich an den Tisch. Boah, da kommt aber eine Knoblauchfahne hoch. Ich liebe es, wenn ein Plan. Ah ja, stell du mir noch mehr dahin, du. Ich hau dich mit dem Lappen. Und was ich hier dran schade finde, hier steht nicht das Jahr drauf. Ja. Ja, die werden noch lernen, also. Die werden alle noch immer dazulernen. Schaut mal. So. Ich bin's nur. Kommen wir mal von der Seite angeschlichen, ne? So, was nehme ich denn? Da hast du doch nur rohes Hähnchenfleisch auch noch. Rohes Hähnchenfleisch? Und Gebräuchchen. Da? Nein, das ist Schwein. Ach so. Das ist Schwein. Och, das geht schön durch. Soll ich die warm machen hier, die Brötchen, oder? Sag mal, wie fühlen die sich denn an? Ja, die müssen. Aber wenigstens mal halbieren, ne? Nicht doppelt wieder machen, zu den Knappen. Ja, ich mach die einfach nur warm. Mehr nicht. Ja. Also, nicht so viel Temperatur. Temperamentür. Achso, wird das? Ach, das ist ein einmal hingestellt. Ja. Damit ich das andere erstmal abwaschen kann. Ja, ich glaube, die können wir wegwerfen. Ja. Na gut, schmecken tun sie noch. Oder will ich noch nur so eine Pfanne? Nee. Ja, das sieht aber auch schon die ganze Zeit offen. Da war das Zeug. Ja, da gehen trotzdem die Fliegen dran vorbei. Die Nase, ja. Stell das eher für die Katzen hin. Ja, da kannst du dir mal. Ich würde die Katzen mal fragen. So. Was? Speck? Der ist gefroren. Das ist. Gefrorene Speck frisst sich genau. Ich kann dir gerne ein Stück da liegen lassen. So. Ein Stück? Ja, richtig viel vom Kilo. Kilo haben wir da nie. Dann 500 Gramm Stück. Das passt dann irgendwie nicht, ne? Nee. So, haben wir auch ein bisschen schöneren Ton. Einen zwacke ich mir ans Revers.
ans Revers, nicht Gewehr. Nicht Gewehr, Revers. Achso. Dann ist das Ding eine Jacke. Achso, ich hab's Gewehr ja gehört. Ja, soll ich dir ein Stück Speck abschneiden, ja? Ja, ein Stück, bitte. Aber dünne Scheiben, was sagst du denn? Ja. Ja, wollte ich ja sagen. Ein Stück, aber so. Ja, du sagst aber immer dünne Scheiben. Ja. Also red doch jetzt nicht. Du machst hier mich und alle unsere Freunde, machst du alle strubbelig. Die kennen deine Art halt nicht. Deine homogente Art. Nee, Homozenter hieß das früher. Genauso wie, ja, wie heißt das immer? Wie heißt die Creme? Nivert? Nee, die andere Creme. Die du so? Ja, für Hautprobleme. CD. Na, CD. So, Urea. Mit Urea drin. Leute, ihr wisst schon, dass das Urin ist, ne? Ja. Oder Homozenter. Da ist Center drin. Placenta. So, wisst ihr Bescheid? Früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber früher nach der Geburt kamen sie dann immer bei dir im Krankenhaus oder vorher, ich weiß nicht wann, da haben sie nachgefragt, ob du seine Plazenta verkaufen möchtest. So, jetzt redet ihr. Bei Hase, reicht das? Ja. Oder mehr? Das ist ja auch noch. Mach noch eine Zeit und schreibe das. Noch eine. Aber du kriegst doch von mir alles. So. Du kriegst doch sowieso immer alles. Alles mal ein Booster. Was ist das? Ach so, ja. Ja. Dann machst du dir doch warm. Nudel dich doch einen rein. Nudel dir einen rein, ja geil. Das muss das hier nur ein bisschen auftauen lassen. Aber das geht bei Speck ja sehr schnell. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich das, schneide ich das hier runter. Nee, das war hinter leider ein bisschen kalt. Ja. Wir haben jetzt schön blaue Sommerabend oder so, das ist doch was Herrliches. So. Guck mal, wie viel ich davon brauche und ob ich damit klarkomme. So. Rest Speck kommt wieder eingefroren. So ist es, Anton. Hier kann runter. Paprika Sedelüs, das ist doch süß. Da habe ich jetzt drauf gehofft, dass ich das mal habe. So, die Zwiebeln von gestern tue ich jetzt auch klein machen hier. Wenn, ey, Hase! Dann wollte ich Pfeife? Ja, sag mal. Ist das jetzt auf der Kamera auch drauf? Die Stichflamme? Was? Ja. Ja, Hase, ich... Ich höre das sogar. Was ist denn da? Da ist da, wo drehst du denn hin? Boah, geht das so, ja. Ich würde ihn hier hinten haben. Ja, dann mach das doch auch. Ach mal. Ich würde ja alle Luftsprengungen machen hier. Wenn das die Leute dann wieder so sehen. Die sagen, toll. Endlich mal was. Los. Jo. Wir haben Grund zum Feiern. Kille, kille, Mund. Was sagst du da? Wenig Gas. Ja, das reicht doch aber auch. Du willst das warm machen? Ja. Okay. Sollst du ein bisschen...
warm essen essen. Ich habe hier noch, was ist das? Das könnte Pute sein, ja. Du hast nicht ein Putenfleisch klein geschnibbelt haben da drin? Nee, war doch genug Fleisch aus das. Kannst du Speck reinmachen. Wir haben Grund zum Feiern. Abgewascht. Oh. Hier ist ein Hügel. Ja. Aber jetzt bitte ich dich. Probier. Lecker. Kalt. Lecker. Besonders lecker. Das ist schön gewürzt. Was war das? War das von uns oder was? Das war so ein langes Stück Hühnerfleisch war das. Das war lecker, ne? Das war in der grünen Kräutermarinade. Ja. Hm. Doch, muss ich sagen. Schmeckt. Weiß nicht, wie die Töpfe Kraft bekommen. Was machst du? Weiß nicht, wie die Töpfe Kraft bekommen. Mal bestimmt auf Wachklappe stellen. Nee. Mit Wasser. Aber nicht mit Gas. Gas ist rein, sauber. So, hast du hier, komm her mit Kaffee, mit Wasser. Ja, ich wollte es hier warm machen. Ja, ihr klagt mich. Ja. Ihr klagt mich naja an. Komm her. Wohin? Also, da kann ich doch hier eben kurz beiseite stellen. Das kann jetzt in Ruhe zurecht schmurbeln hier. Soll ich stell das jetzt hier runter, dann kann ich die Katzen essen. Was hast du warm gemacht für die Katzen? Nee. Das war ja, stand auf der kleinen Flamme da. Genau. Das machen wir jetzt oben von hier. Ja. Machen wir da morgen Klöße oder was dabei hier? Hätte meine Hut, würde der das ja sofort essen. Ja. Das soll ich, ja. Hunde sind da ja nicht so. Kannst du, finde ich, wegen der Geißhunde. Ja. Nimm sie auch. No. Die Tasche mit den leeren Flaschen schon ins Auto. Ach so, haben wir schon wieder voll. Ich wäre ja eher, ich wollte eben morgen mein Netto sogar wegen Wasserkasten. Ja, dann sag Bescheid, ich weiß nicht. Muss gucken, weil ich noch mache. Ja. Man muss auch noch gucken, weil ich so als. Ob das okay für dich so ist. Naja, alles gut. Dann muss ich auch gucken, weil ich morgen noch. Ja. Zum Essen braucht. Ja, eine Suppe wäre ja auch mal wieder gesund. Ja,
Eine Suppe. Hallo Tiger. Tiger in the Woods. Kommt sie nicht dran, da, wa? Herein. Mit der Studenten. Mit Schmalz nicht. Brötchen mit Schmalz schmeckt nicht. Schmalz kann überall drauf. Ja, wir können das überall drauf. So gesehen, ja. Eine Fleischscheibe und das Schmalz oben drauf. Du kannst da hier ein Stück fetten Speck nehmen und da Schmalz drauf machen. Und hier unten noch Butter oder wahlweise Margarine. Machen wir das fertig, ich esse das. Ja. Für die kannst du das machen. Nur ich weiß, dass es komischerweise, das schmeckt für mich am besten immer mit Dingsbums. Schmalz mit Schmalz, lecker. Nein, Dingsbums. Fetten Speck mit Schmalz. Warum haben wir da eigentlich Kartoffelsalat da drin? Wer ist denn noch? Hat man den gestern auf dem Tisch liegen? Ja, ja, klar. Ja? Ja, der ist doch halb voll nur noch. Ja, kennst du mich ja bei Grill. Das weiß ich nicht. So ein Kartoffelsalat. Oder wie, oder was? Ja. Du hast ja was vergessen. Neue Zwiebel. Je mehr Zwiebel, desto gut. So, Schmierke ist es da. Weg vor der Tür. Das ist doch Kammer, das ist doch für dich. Ja, das ist meiner. Dem sieht auch keiner an. Ja, deswegen bleibt er auch so lange liegen, bis er gammelig ist und wir ihn wegschmeißen müssen. Nee. Bei uns ist Schafskäse. Ja. Mein allerwertvollster. Schafskäse kann man aber nicht auf die Spule drauf machen. So, wie war das jetzt bei dir mit Kaffee? Ja. Ja, dann sag doch was. Ich will einen Kaffee. Okay. Halt dich nicht an. Hab ich jetzt gar nicht getan. Wo hab ich denn? Ich hab gar keine Tasse von du. Hier sind die. Ja, ich hab hier noch eine. Oder ihr könnt die Tassen aber auch verwenden. Was macht das Ding jetzt? Was macht das Ding hier drin? Ich wollte mit meinem Finger da schnell reingreifen und dann. Das sind deine Tassen. Nein! Die sind unsere! Dann mache ich da erstmal Kaffee rein. Du hast gesagt, hier in der Wolfskasse kein Kaffee. Wer sagt das? Ich habe gesagt, nicht in der Einhornkasse. Was ist mit der? Da könnt ihr genauso Kaffee drin trinken. Und mit der? Nee, da nicht, da ist Einhorn. Ah, boah. Aber das ist auch ein Einhorn. Es ist ein Gummibär. Eine Gummibärentasse. Das ist eine MPS-Tasse. Da ist aber ein Einhorn drauf. Nee, das ist ein Drache. Das ist ein Drache. Der ist auch wieder lieb. Total. Aber ich möchte hier die Tasse an. Zu spät! Jetzt ist in dem anderen schon Kaffeepulver drin. Wie gibt es nicht für Kaffee? Wieso nicht? Weil es eine Einhorntasse ist. Eine Einhorntasse gibt es nicht für Kaffee. Aber das fliegt. Guck mal. Also ich das nicht machen. Ja. Du musst sagen, danke. Ob das halb oder. Was? Das Einhorn fliegt. Also ist das ein Drachen. Ja, nur fliegende Einhörner trinken gerne Kaffee. Never stop dreaming. What? Steht auf der Tasse drauf. Mit der Cola-Tasse könnt ihr auch Kaffee trinken. Nein. Oh, Cola-Tasse? Weil Eltern benutzen, aber kriegt immer die Tasse, wenn er zu Besuch kam. Ja. Oder kommt. Da habe ich noch eine Tasse eingepackt. Ja, das ist deine. Ja, die kleine Tasse eingepackt. Nasenbär. Richtig. Oh. Aua. Das ist mein Popo, in den du gerade reinkneifst. Hier, das kannst du mir drauf machen, anstatt Butter. Das ist so ein Sonderwünscher, ne? Ja. Dann macht das bei mir auch, dann ist das einfacher. Da ist auch keine Butter für. Ja, trink doch. Aber nachher keine schmutzigen Lieder singen, ne? Ich habe gestern 3 getrunken.
Das habe ich gestern Abend beim Einschlafen gehört. Yeah. Ich hab hier heißes Wasser. Schüttelt mich nicht an. Was möchtest du drauf haben? Salami, yo! Ich hab doch gar keine gekriegt. Mach weiter mit Salami. Eigentlich weiß ich nicht aus. So viel Fett ist das, wie viel Brötchen. Mach wieder die Salami fertig. Und die können wir dann morgen filmen. Du fängst für jeden ein. Ich möchte keins, ja, das sind ja jetzt alle. Ich möchte keins. Komm, ich dir seine Nudeln gesagt. Jeder braucht euch eineinhalb. Und dann habe ich da noch Speck. Du möchtest bestimmt auch eine Speckscheibe mit Schweiß, ne? Ja, ich kann nicht. Der ist auch gut. Ja, der für dich. Der, also, der Schinken, das ist Pute, oder was ist das, glaube ich, ne? Aber richtig lecker. Der hat eine richtig schöne, geile Würze. Ja, ich war nicht so sparsam. Zwei Scheiben. Du bist schon dicke Scheiben. Ja. So, haben wir noch morgen Besuch? Oh, ich habe gar nichts gemacht. Weil das der Käse. Käse ist immer so wässrig, ne? Nee. Oder was? Ach so, ja, dann musst du das leer machen. Mach leer, wenn du auch brauchst. Und dann tun wir das gleich in die Spüle, dann kann ich das spülen. Ja, das ist da sehr schwitzig immer drin. In diese Plastikdosen. So. Schwitzerig. So, das habe ich gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Pfefferchen dran. Hat ja viel Knorpel, super. Wer, der Schinken? Nee. Das ist kein Knorpel. Das ist nur Bauch. Du Knorpel. Ja, nur eine Ausrede, weißt du? Ah, da ist Pfeffer. Pfeffer braucht das Land. La 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 la. Eine Knoblauch brauche ich da gar nicht mehr dran machen. Das ist genug. Was? Nee, kann ich auch nicht. Willst du machen? Mein Rücken ist auch. Also, du musst halt Speck da unten vor der Füße wegmachen. Tu da den Katzenfressi da rein. Wenn ich da drauf stehe oder was, da rutsche ich da drauf aus, ne? So eine dicke Scheibe fetten Speck.
Da habe ich jetzt auch deinen Kaffee. Na? Läuft also. Alles richtig gemacht. So, hier Wischiwaschi machen. Simsalabim, fertig. So, hier Speck kannst du noch essen oder brauchst du nicht. Ansonsten landet er gleich im Kochbott. So, ein bisschen hoch. Mein Gott, ist das voll. Guck mal, hier bis oben hin. Wo bist du? Bäh, da bist du ja. Guck mal, bis oben hin voll. Geil, ne? Da hat doch was. So, Paprikas muss ich mir auch noch mal ein bisschen extra dran machen. Was machst du auch für Versuche? Mit einer Hand zu schneiden. Ach du lieber Augustinus. Weil die heißen trotzdem immer noch zu dick gemacht. Mein Gott, wie soll ich denn gefrorenen Speck schneiden, bitteschön? Schön hauchdünn. Du bist doch besoffen. So, Senf mache ich nachher erst dran. Noch also zu kann jetzt schmoren lassen. Ja, ja, das, ich komm, da kommt jetzt Gurkenwasser dran. So, so ich werde es hier mit. Du musst auch ein bisschen wieder aufräumen, wegräumen, was du gebraucht hast. Ne? Ich habe da nichts von, wenn ich das jedes Mal für dich machen darf. So. So, genug bekloppt gewesen. So, kann ich jetzt frei sprechen? Ich kann sprechen. Ja, aber wir machen das heute hier. Also heute für morgen habe ich vor, aus Schweinefleischreste, ja, das sollte eigentlich, ach so, dein Kaffee hatte ich, ja, hast du. Aus Schweinefleischreste habe ich jetzt, ja, mal Spieße von gemacht, so argentinische Art, mache ich jetzt, ja, so einen Rouladengeschmack dran. Ja, so Schweineroladen, kennt ihr ja wahrscheinlich, gibt ja normalerweise, nennt man das immer Rinderrouladen oder ja, ganz klassisch und schlacht mich nicht tot, aber das war früher normal, Pferderouladen. Ja. Da war das Pferd natürlich noch viel öfters im Gebrauch und wenn es mal krank war oder hüftlahm, ja, dann wurde es halt im Sauerbraten oder als Rouladen gemacht. Ist zwar, ich liebe das auch, aber letztendlich habe ich in meinem Hinterkopf, oder hier Hinterkopf, ja, den Gedanken, oh mein Gott, das war ja mal ein süßes Pferd, ne? Und ein schönes Pferd, ne? Oder ein Pony oder wie auch immer. Ja, aber letztendlich ist es eine ganz normale Nahrungsmittelkette oder wie sagt man dazu, ja? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. So. Ich meine, Pferderouladen, oh, Sauerbraten, richtig aus. Entschuldigung, jetzt höre ich auf. Ja, und dann mache ich so, als wenn ich jetzt so Schweinerouladen nehmen würde und dann mit den ganzen kompletten Zutaten Speck, Senf, Zwiebeln, Paprikapulver oder habe ich dann noch Gurken und jede Menge Gurkenwasser kommt da mit rein. Das Fleisch wird ja durch das saure von Gurkenwasser, also was in den sauren Gurkenglas mit drin ist, auch schön zart. Und dann mache ich da Klößkes bei. Und das mache ich dann erst für morgen fertig. Ich bereite das jetzt nur zu, weil ich muss jetzt darauf aufpassen. Ja, so ein Fleisch kannst du nicht über die Gebühr oder wie sagt man dazu, lange irgendwo rumliegen lassen, auch wenn es kalt liegt. Ja, ist es aber trotzdem immer noch Gefahr, dass es schlecht wird. Ja, und in dem Fall war es tippitoppi. Ja, man braucht ja nur dran riechen. Wenn es komisch riecht nach Aas und nicht nach Knoblauch, dann ist es zum der Zeitpunkt gekommen, wo man sich davon anders verabschieden muss. Ne? So, ich nehme jetzt hier
Jetzt kriege ich das noch niemals mehr auf. Scheiß. Ja, ich habe ja immer noch, ne, leichte Schwierigkeiten. Da muss ich jetzt irgendwie ein Werkzeug nehmen. Mal gucken hiermit. Jo. Einfach mal ein bisschen vorsichtig runterkniepen. Ja, weil ich diese Gläser auch ganz gerne schon mal früher zumindest zum Einkochen genommen habe. Da habe ich meine eigenen Gurken dann wieder reingemacht. Dieses Schwimmglas in dieser Größe mit Deckel zahlst du schon 99 Cent. Nur weil du da Marmelade reinmachen willst, kaufst du diese nackend, diese Gläser. Der Witz ist, ja, mit Marmelade kostet dann dieses Glas oder mit Honig, wie auch immer. Ja, Honig ist teurer, 3,78 € oder sowas. Ja, aber mit Marmelade kostet das 1,19 €. Ja, für 19, ja, was machst du da, ne? Ja, also ich bin mir schon bewusst, was ich mache. Ja, ich kaufe diese Gläser, mache sie sauber, spüle sie aus ordentlich. Ja, und beim Gebrauch müssen die natürlich sehr steril mit ganz heißem Wasser, ja, kochendem Wasser müssen die ausgespült werden. Ja, auf den Kopf gestellt, auf ein sauberes Geschirrtuch, damit sie schön in Ruhe austrocknen können. Ja, solche Sachen, die muss man halt alle beachten, ne? Ja. So, den restlichen Speck schneide ich jetzt auch noch da rein. Mal gucken, ob ich meine Katzen noch ein bisschen anlocken kann mit Speck. Ja, die kriegen auch Schweinespeck. Mal gucken, lecker, 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 lecker. Oh, das ist nochmals weggegangen. Ja, unsere Katzen, die haben eine Mütze im Moment. Wir haben das nicht begriffen, dass ich mal auch mal für ein paar Tage weg sein darf, ne? Also, wo ich jetzt im Krankenhaus war, ne? Da sind die Katzen so sauer mit, ne? Also, die lassen das richtig spüren. Ja, mir geht's aber auch schon wieder viel besser. Ja, der eine Film, ne? Ja, da sind die mir aber auch so am Senkel gegangen. Weißt du, muss ich vorstellen, 5 Katzen, ja, also, 20 Pfoten hier, plus meine eigenen, ja, das richtig. Ja, ne? Mein Gott. Ist ja egal. So. Und dann, ja, müssen wir euch noch Niki tüten. Tralala. Da sind wir bei 78 Beine hier in der Küche. Na, kommen sie mal zum Stolpern, ne? Schon mal vor, ich stolper mit dem Messer. Man braucht keinen Schrittmacher mehr. Euer Defi. So, ich brate jetzt hier das Schweinefleisch an. Ja, ich wollte das so ein bisschen wie argentinisch anmuten lassen. Ja, du brauchst nicht meckern, du brauchst doch da nur nehmen. Ja, halt der Klappe, sag mal. Lustiges Tier, ne? Da, da, guck mal. Ja, ja. Ja, das sollte argentinisch, so lange schöne Spieße, ich habe ja so große hier, ne, guck mal. Ja, so, schon, ist schon, ja, und dann kommt das Fleisch so drauf, man kann auch noch Gemüse drauf machen, wenn man möchte, ja, und dann tut man das so am Grill legen, und dann schiebt es jetzt immer so nacheinander runter, ja, hat ja was, ne, und das ist dann halt so ein bisschen argentinisch angehaucht, ne, ja, die machen da schön mit Rind und solche Sachen, ne. So, hier kann ich noch mal ein bisschen stärker für ein paar Röstaromen. Ja, ich habe jetzt das Glas Gurken schon mal aufgemacht. Da kippe ich jetzt gleich so ungefähr die Hälfte von dem Wasser rein. Gurken kann ich schon mal klein schnibbeln. Nee, komm, Schätzchen. Schätzchen, nicht jetzt hier im Weg stehen, bitte. Ich falle ja über dich und dann sind wir beide krank. Du bist platt. Und ich bin auch platt. So, Gurken gehören ja schließlich auch in die klassische Roulade rein. Da ist kein deutsches Produkt. Ich glaube, das gibt es vielleicht auch noch in anderen Ländern. Wäre auch nicht so schlimm.
legt da auch gar keinen Wert drauf oder so. Ja, dass man sagt, ja, ist was Deutsch, Pizza ist italienisch oder so, ne, ist ja albern. Ja, also das, ich fände das jetzt albern. Hat so ein bisschen auch was von Böf Stroganoff, von wegen der Gurken. Was macht denn da? Bleib mal da schön stehen, du. So, komm, gleich mal die Gurken da rausgraben. So, und dann mache ich jetzt hier so halbe Stifte, Gurkensticks. Und da tue ich jetzt einfach so ein paar dicke Scheibchen, so, ja, Zentimeter auf Zentimeter dick. Und dann schmeiße ich die alle schon mal gleich mit in das Gulasch. Das ist ja eigentlich im Grunde, es ist ein Gulasch, halt mit dem Geschmack von einer Roulade. So, hier kommen noch zwei dran. Jetzt kann ich so richtig viel Gurke dran machen. Ich liebe ja Gurken in Rouladen. Und da es ja keine Rouladen sind, ja, mache ich dann halt jetzt, kann ich die jetzt einfach so da, ich schmor auch, wenn ich jetzt, sag ich mal, so schöne Rinderrouladen habe, dann mache ich aber auch gerne ein paar Gurken, lege ich da als ganze Gurke, also diese Gewürzgurken, diese hier, ja, lege ich dann einfach mit in den Kochbord rein, lass die mitschmoren, lass die weich werden, oh, und dann liebe ich die, ne? Also nicht körperlich, ne? Also geschmacklich mehr. Obwohl körperlich geht's auch, ne? Es geht durch, ne? So. Ich würde sagen, genug Gurke. Dann kann ich jetzt hier, ich sag mal, das halbe Glas jetzt geht bis hier. Den denke ich mal so, dass jetzt so ein Pumpen da wird. Das kommt jetzt hier alles mit in die, kann noch mehr, so, zack, zick, zacki, zack, zick, zacki. Ah, so, das gefällt dir, wa? Schön fetten Speck, wa, Tiger? Ja, im Winter kriegen die etwas mehr, also wir haben jetzt keinen Winter, ne, das ist nur dauert noch ein bisschen. Ja, aber im Winter, so, Winterzeit kriegen die immer schön fetten Speck. Ja, ich weiß, ihr Türschützer, ne? Katzen darf man doch sowas nicht geben, ne? Stimmt. Aber nicht bei uns. Ja, ich hab einen Kater gehabt, den habe ich so richtig, ja, Kartoffeln, Specksoße, wenn da Soße von irgendwas, boah, vielleicht war noch ein bisschen Fett oder Fleisch über, ja, richtig rund, ein bisschen klein gehackt, ne? Oder so, wie auch immer. Ja, hör mal. 24 Jahre alt geworden. Super. Ja, ich war bei dem, beim Tierarzt. Ich sag, was hältst du davon? Ja, proper Kater, aber der ist ja schon etwas über 8, 9 Jahre, ne? Ich sag, nee, der ist jetzt schon 20 Jahre. Boah, ja. Ich sag, den fütter ich mit ganz banalen. Mach das. Sagt, ja, da habe ich gesagt, mach das. Ich kann euch auch sagen, die Tierfutterindustrie, ja, die gaukelt ein was vor. Das ist genauso nichts anderes wie Pharmaindustrie, ja. Die gaukeln euch was vor. Die reden, die suggerieren euch, ja, Krankheiten ein. Ja, die gab's noch gar nicht bis zur Erfindung dieses Medikamentes. Mutter- und Kind-Medikament. Ja, soll das Kind das genauso nehmen wie die Mutter? Ja, ich sage einen Vitamindrops. Ja, das ist dann auch in Ordnung, ne? Kann ich mir auch Vitamindrops anbieten, die Mutter und den. Aber Mutter und Kind, ja, das geht eigentlich darum, Mutter ihr seine Nerven, ja, kaputt, auf Glatteis, alles so, ne? Vater will auch nur, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, macht Mutter bekloppt und da braucht sie diese Pillen. Unbedingt. Die Pharmaindustrie erfindet einfach. Es müsste mal so eine Schlechtwetterpille geben. Ich möchte nur schönes Wetter haben. 28 Grad reicht.
Sonnenschein, aber dann nur, wenn ich die Tablette genommen, nur so ein, wie so, als wenn du so einen Schirm aufspannst, ja, Sonnenschein, paar Wölkchen, ne, so, solche Pillen, die finde ich immer Horror, ne? Ja, okay, kann man sich selbst zusammensuchen, dann müsst du halt nur mal im Wald gehen. Da sind so Pilze, die kann man dann, und dann hast du dann so einen Sonnenschein, mitten im strömenden Regen oder im Winter hast du 28 Grad. Oder nicht. So, ich nehme jetzt nochmal hier ein bisschen von dem Paprikapulver. Ja, ihr wisst immer, dass ich sehr deutlich bin und sehr ehrlich. Ja, mich gibt es nicht anders. Da könnt ihr lange drauf warten. Ja. Muss ich gucken. Oh. Ja. Manchmal liegt so ein Bart auf dem Hemd. So. So, jetzt muss ich mal hier einfach mal von dem Kochsud ein bisschen mal probieren. Oh, das schmeckt jetzt schon nach hoch. Das schmeckt jetzt schon nach Rouladen. Ich mache da jetzt auch schon mal ein bisschen Senf dran. Dann kann das so, weil wenn ich jetzt, sag ich mal, Rouladen mache, ist der Senf ja auch schon drin in den Rouladen. Die wird ja so reingestreichelt, ne? Ja, und da ich das jetzt nicht jedes Stückchen Fleisch hier einzeln einstreichel mit Senf, muss ich das erstmal so machen. Geht ja nicht anders, ne? Ich könnte ja natürlich jedes einzelne Stück Gulasch da einmassieren mit Senf, ne? Senf ist übrigens gesund. Für alle die, die sagen, Senf, Kinder, ja, viele sagen Kinder, dazu. Ist hier aber früher hier im Ruhrgebiet eigentlich gang und gäbe, dass man da Kinder, jetzt ist es noch besser. Jetzt hat es einen richtigen Geschmack. So, ich mache da noch ein paar Lorbeerblätter dran. Ich habe ja immer hier meine selbstgesuchten Lorbeerblätter, die klaue ich mir aus der Türkei. Also die suche ich selber und da habe ich so meine ganz speziellen schönen Verstecke, meine Ecken. Ja, auch ist eigentlich gar nicht schwierig. Ja, wenn ihr mir versprecht, nicht alles wegzurauben, na, ihr raubt ja auch nicht. Mir alles da wegzunehmen, abzupflücken, dann verrate ich euch das. Wenn das Siede Richtung Altstadt geht, dann kommt so eine Kurve, das ist da, wo auch der Busbahnhof ist, und ein paar Meter von diesen Golfkarren, ja, womit du bis an Siede, bis am Hafen oder wie auch immer gefahren werden kannst, falls du gehbehindert bist oder so, wie ich jetzt meine Rückenprobleme habe oder so, da kannst du dann. Also in der Kurve, so eine langgezogene Kurve, also auf der Seite fangen da schon an, so ein paar Säulen, ja, und dann haben sie jetzt so eine Einkaufsstraße, sag ich mal. Das waren früher keine Geschäfte nebeneinander, so wie man das auch heute kennt, nur nicht so groß, und Ziska und Anna wirst du da auch nicht finden, und Lebasuni, oder wie sie also heißen, ja, die Modebekleidungsdinger meine ich jetzt, ne. So. Den Weg hoch. Und wenn du am Ende angekommen bist, rechts herum, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt, wenn ich jetzt so zeige, ob das rechts geht, rechts rum hoch, dann sind so ein paar Sanddünen. Und da müsst ihr mal gucken, da sind so ein paar Büsche, die haben so ein schöneres, so ein satteres, kräftigeres Grün. Ja, so lorbeerartig, ne? Da geht er mal hin, dann reibt er mal einfach mal so ein Blatt. Ihr kennt ja Lorbeerblätter, wie die aussehen, ne? So, dann reiben. Und, oder ihr guckt ganz einfach die Filme an, die wir in Türkei gedreht haben. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Und da müsst ihr riechen. Und wenn ihr dann Lorbeer riecht, aber frischen Lorbeer, nicht so was Altes, Abgestandenes, Gammeliges, ja, ich meine, die habe ich jetzt auch alt und abgestanden. Ich habe die aber schön verschlossen in ein schönes, großes, türkisches Gurkenglas. Ne? So, und da müsst ihr dann mal wie gesagt, wenn er dran unterdreht, schön, und dann müsst ihr pflücken.
So, die mittelgroßen oder die großen Blätter, je nachdem. Die Spitzen sind nicht so, weil ich kann euch das zeigen. Und ihr müsst dann, wenn ihr so ein Hotelzimmer habt mit so Balkon oder so. Ja, guck mal, ich habe jetzt hier so auch so ein Zweig. Da sind jetzt so 3-4 Blätter sind hier dran. Ne, 3 Blätter. Und das ist jetzt zum Beispiel aus frischen, die von der oberen, die eigentlich gerade noch niemals, ja, die werden so ein bisschen fester. Ja, so. Und so kennt man ja ein normales Lorbeerblatt. Ja, so könnt ihr das auch kaufen. Ja, ich habe da Lorbeerblätter, wenn ich das jetzt mal so umrechne, da komme ich auf 1500 Euro. Ja, also von der Menge. Ich habe das Glas ist voll, also das war damals voll. Ich brauche ja fast täglich mal eins. Ja, und dann müsst ihr halt gucken, da sind die Blätter so ein bisschen, fühlen die sich fester an. Ich habe es halt versucht, jetzt hier mit so ganz frischen Blättern, ja, also die gerade so die obersten, die Spitzen, die Triebe rausgegangen sind, geht auch. Ja, kann man auch benutzen, nur die sind dann halt ein bisschen, ja, siehst du das, nicht so hübsch, ne? Aber Lorbeer. So. Und das nehme ich sehr gerne, ist sehr intensiv, sehr schmackhaft. Da reichen 2 Stück, wenn du vorher so etwa 6-7 gewohnt bist, oder in Salzheringe oder grüne Heringe reinzulegen, so 3-4 Stück, da reichen 2 oben und unten, fertig. Ja, beim Kochen werden die Blätter auch ein bisschen weich wieder und alles wird gut. So, mal wieder ein bisschen Abschmecking machen, ne? Abschmeckering. Oh, Leute. Ich liebe ja sowieso, wenn eine Soße leicht säuerlich ist. Also nicht säuerlich, oh, die hat einen Schuss weg, also kaputt, gekippt die Soße, sondern wenn er süß-sauer, ja, die ist jetzt nicht süß, sondern die hat nur Säure drin, ne? Wow. Das liebe ich. Da gehe ich dran kaputt, ne? Ich bin gerade so überlegen mit den Filmen, so, ja, mit Hochladen, ne? Ich habe 2 Filme drauf auf dem Speicher. Ja, da muss ich jetzt gucken, wie ich das jetzt alles so gebacken kriege. Ja, da kriege ich hin. Na, guck mal, ich habe auch noch hier einen Kohlrabi. Braucht er auch nicht so Angst haben, ne? Das ist kein Gemüse, was, wenn das jetzt ein paar Tage da liegt. Das ist nicht schlecht. Ja, kann ja sein, dass es vielleicht ein bisschen von der Außenschale vielleicht ein bisschen runzelig ist. Dann geht dahin, macht an der Stelle einfach ein bisschen dickere Schalen ab. Da kannst du ohne weiteres essen. Geschmort, Salat, untereinander, nebeneinander, mit weiße, mit wie sagen, weiße Soße, also Soße Hollandaise, aber in der Richtung drin. Ich habe auch noch hier eine Melone. So, hier der Speck. Ja, guck mal, früher haben wir so Speck dann auch mal genommen, vorsichtig auskochen. Ja, den Speck kann man ja dann rausfiltern. Den kann man dann naschen, knusperig, ne? Und, aber den Rest könntest du wieder neben Vogelfutter reinmachen. Weißt du? Vogelfutter in den flüssigen Schmalz oder Talg. Ja, ob das Rindertalg ist oder Schwein. Ja, ich glaube, da ist dem Vogel scheißegal, wenn er denn mal der richtige, ja, und jetzt kann ich nichts mitmachen. Ich kann das wohl, warte mal, ich tue das einfach mit rein. Habe ich jetzt mit reingetan, die Schwarte. Ja, und die Schwarte bringt natürlich auch noch mal ein bisschen Geschmack zum Vorschein, ne? So kann man das machen. C'est la vie, süßes Leben, ne, oder wie war das? So. Das kann auch gleich gespült werden. Ja, Küken hat jetzt heute wieder gespült. Schön, freue ich mich. Ja, aber so sind wir uns dann immer einig. Ne? Ist doch was Wertvolles, sowas. So eine Beziehung oder wie sagt man da, ne? So, jetzt tue ich da Wasser drauf. Wasser. Essigwasser habe ich ja auch von den Gurken drauf gemacht. So, das muss jetzt natürlich eine ganze Zeit lang erstmal in Ruhe kochen. Ja. Und wie es denn weitergeht,
können wir ja morgen schauen, ne? Also ich mache jetzt erstmal hier dunkel an. Ja, hier mache ich jetzt auch ganz kleine Flamme. Da kommt ein Deckel drauf. Das kann nämlich jetzt in aller Ruhe gar ziehen. So. Bello gelacht. Und dann gucke ich mal, ob ich dann ja doch vielleicht noch ein paar von den Gurken hier, ob ich die dann auch noch mal da reinschmeiße. Aber auch die Zwiebeln, ne? Das, guck mal, das sind so Silberzwiebeln. Wir sagen Silberzwiebeln, also kleine oder Perlzwiebeln, sagen auch viele. Ja, weil sie halt so groß sind wie Perlen. Ja, die kann man auch mit reinschmeißen. Wunderbar, lecker. Ne? Also nur so, so hinterher rauspicken. Ne? Wir haben früher ganz viel Zwiebeln reingemacht. Und über Nacht, ne? Jeder ein Tellerchen, ne? Jeder ein Tellerchen, eine Gabel und dann wurde erstmal die Zwiebeln da rausgefischt aus dem Kochbord und jeder hat da was ein Häufchen gekriegt. Und dann, oh, das war göttlich, ja. Und der Vater musste am anderen Tag nochmal neue Zwiebeln nachmachen, ne? Ja. Schöne Zeit. Aber wir hatten eine schöne Zeit, ja. Auch so an so Kleinigkeiten erinnere ich mich unwahrscheinlich gerne, ne? Guck mal, wir hatten jetzt die Tage, hatten wir jetzt Besuch gehabt, ne? Ganz tolle Familie war hier. Ja, ich habe zu Küken sowieso gesagt, du musst unbedingt darauf achten, dass du deine Freunde jetzt nicht vernachlässigst. Nur weil du dann hier bei uns wohnst, ne? Ich sag, die müssen, Familie auch, Nummer eins, ganz wichtig. Ja, darfst du nicht vernachlässigen, die müssen auch hier hinkommen. Anstatt, wenn, wo sie vorher zu dir nach Hause gekommen sind, müssen die jetzt halt hier hinkommen, ne? Ich sag, und wenn du da so eine Ruhe haben willst oder so, das ist mal Mädchenabend, dann sind wir beiden Jungs eben weg. Dann können wir uns mal verpieseln, ne? Dann gehen wir zum Frühshoppen. Ah, spätabends zum Frühshoppen. Ja, die machen einfach so einen Spieleabend, so Brettspiele, ne? Also ich persönlich bin ja leider nicht für zu haben, ne? Computerspiele ist ganz was anderes, aber Brettspiele so, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht. Oh mein Gott, nein, nee, never, no go, geht gar nicht. Alles gut. Ja, ich muss das mal kontrollieren, ne? So ist es. Ja, jetzt muss ich hier nochmal abschmecken. Ich muss das mal abschmecken nochmal. Da muss ich mal aufpassen, wenn ich oben nicht umrühre, habe ich das ganze Fett jetzt hier auf dem Löffel. No. Oh, Leute. So. Ich würde sagen, ich gucke dann auch mal, was Niki wollte heute halt eigentlich machen. Also nicht das machen, sondern was anderes wieder. Er wollte Geschnetzeltes machen. Das Problem bei Geschnetzeltes mag ich nicht so oft. Ne? Ja, ich muss manchmal zwischendurch mal so richtig intensiv Geschmack haben. Und das ist ja eine Maggi. Ketchup. Ketchup Manis habe ich hier, ne? Was anderes. So, das reicht auch schon wieder. Ja, man muss das nicht übertreiben damit. So, jetzt mal umrühren. Dann muss ich mal abschmecken, auch mal wieder. Ah, ich freue mich schon wieder auf morgen. Ich bin nur am Überlegen, was mache ich da für Klöße bei? Klöße oder Knödel? Ja! Ich will ja nichts sagen, ne? Wo der eine immer drüber schimpft, ne? Diese Sojasoßen, Maggi, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich will jetzt keine Werbung machen, mache ich auch nicht, gibt's nicht. Da sind ja immer so viele Geister gespaltener Meinung, ne? Mal dies, mal, bloß nicht das Zeug, das braune Zeug, ich mach's aber gerne dran. Und die anderen sagen halt, what? Ohne das geht gar nichts. Richtig. Ja. Leute, das ist, da wird immer behauptet, da ist Chemie drin. Ja, kann ja mal sein, dass irgendwo ein oder Aspirinröhrchen oder Schlaftabletten da reinplumpst in die Mischmaschine, ne? In eine Fabrik von der Sojasoßen, den Produzenten. Ja, aber ich sehe da keine Chemie. Weißt du? Das ist für mich, ist halt ein reines Sojaprodukt. Ja, da steht dann hinten drauf Soja zu, was weiß ich, 95% und der Rest ist ein bisschen, ja, da kommt natürlich auch Wasser dran. Ja, logisch. Also, meine Rechnung ist natürlich falsch, ne?
müsst ihr jetzt nicht drauf achten. Aber ich habe hier, was kann ich jetzt lesen? Ah, ich könnte, aua, oh, ist die Flasche schwer. Hebt das mal jetzt einfach, ich muss das mit euch mal ins rechte Licht rücken. We haben Soja, Ketchup, Indrigenzien, pass auf, Zucker, Sojasauce, 26%, 26,5%, Wasser, Sojabohnen, das ist jetzt leider asiatisch, das habe ich auch jetzt nicht irgendwo, aber das kann man ja trotzdem noch gut verstehen, ist ja teils lateinisch, Sojabohnen, Sod, Tarbe, ne? Könnte mal einer googeln, Konservierungsmittel, da ist also vielleicht 202. Alexa, E202. Ich bin mir leider nicht sicher. Bin ich sich mal wieder nicht sicher. Alexa, was ist E202? Kaliumsorbat ist das Kaliumsalz, der sorbieren soll. Also Salz. Es ist in der EU als Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer E2. Also Salz. Kalium. Ja, ist doch Salz, ne? Ja, also. Zwei zugelassen. In der Natur. Hat schon wieder einer eine Mütze, meine Alexa. So, ja, Aroma. Und dann nochmal die Nummer. Also, gegen Salz habe ich nichts. Dann darfst du halt nur nicht so viel extra Salz reinmachen. Aber was soll das, ne? Ja, ich sehe nur Soja. Ist doch alles in Ordnung. Ja, das ist jetzt kein, ihr wisst schon, weil ich meine, diese viereckigen braunen Flaschen. Das ist was anderes. Also wenn ihr dem nicht vertrauen wollt, dann nehme ich halt sowas. Dann fahre ich zum Asiamann. Ja, hier bei uns in Oberhausen, rucki-zucki bist du da, A3, runter, zack, wo der Zentro ist, nur die andere Seite, die Straße hoch, also von der Hauptstraße runter, nach rechts hoch, dann bist du schon da, weißt du? Und da gibt das literweise für ganz kleines Geld, ich glaube die große Flasche 3-4 Euro oder was, was von mir 5 Euro gekostet haben. Mit dem Ding komme ich aber schon wieder ein halbes Jahrzehnt aus. Na, um Gottes Willen, ich brauche das schon eher und schneller. Ich habe das ja literweise. Ich habe hier so einen Kanister, so eine 2-Liter-Flasche und dann so eine Literflasche. Und dann habe ich nochmal so eine kleine und ich glaube, hier unten ist sogar im Schrank auch nochmal eine drin. Also, es mangelt nicht, weil ich führe euch zu frischen Sojasoßen. So. Läppchen da mal oben drauf legen, passiert nichts, ist Induktionsherd. Kann auch ein Läppchen drunter legen, ne? Kann auch ein Läppchen zwischen Kochbot und der Herdplatte legen. Also macht das bitte nicht nach. Ja, da gebe ich auch keine Garantie für. Das ist vielleicht bei euch auch. Aber normalerweise ist es so, die Induktionsplatte gibt da soweit keine Hitze ab. Nur die Hitze, die dann entsteht, weil durch die Magnetströmverwirbelung im Kochbord die Flüssigkeit, die organische Bestandteile, die werden da erhitzt. Also Wasser, Kotelett, Ei, gekocht oder gebraten, gerührt oder geschüttelt, ne? Also zum Bleistift, ne? Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Aufklärung bekommen, ne? Ja, der Teddy mal wieder im alten Stil, so wie früher. Ja, ich hab. Ja, guck mal, kann man das eigentlich sehen? Hier sieht man das. Ja, boah, ist noch Pflaster drauf. Ich muss alle 2 Tage zu meiner Doktöse. Ja, ist gendern, ne? Doktöse. Dr. Rintintin. Nein, die gibt es nicht. So, muss ich ja mal hin austauschen lassen, desinfizieren und dann kommt neues Pflaster drauf und so. Das ist doof. Leute, ganz ehrlich, das ist doof. Ja. Einer auf meinem Zimmer, der hat das hier unterm Arm bekommen. Hier. Da sagt er, der kann schlecht schlafen. Ja, ich sag, du, sag ich, hier ist das aber auch nicht minder. Weil ich habe immer gern beim Schlafen, liege ich immer so auf dieser Seite. Ne? Hier. Und dann habe ich immer den Arm so auf dem Kopfkissen, so irgendwie so ein bisschen. Und dann halte ich immer so die Hand über Niki, seinen Kopf. Süß, ne? Ist das putzig?
Ja, so sind wir, ne? So sind auch die Schwulen, ne? Die haben ja vor nix Panik, ne? Ja, wir auch nicht. Warum? Weil wir, da können wir da ganz normal drüber sprechen. Ich sage halt, ja, Homosexualität ist so wie, wie heißt es? Wie Hämorrhoiden, ne? Wie Hämorrhoiden. Jeder hat sie, keiner redet darüber. Ja, Schnupfen, hat man Schnupfen? Hat man Schnupfen. Du kriegst 95 verschiedene Gesundheitstipps, ne? Da musst du Senf mit Zitrone und Salbei verbrennen oder irgendwas, ja, damit die wieder fit, ne? Auf Kreide kauen, da kriegst du auch eine schöne Stimme wieder, wenn man Halsschmerzen hat oder so, ne? Du kriegst alles, aber über Hämorrhoiden, da unterhält sich keiner. Dass du manchmal das Gefühl hast, ja, am besten so im Winter, ne? So ein Eiszapfen von der Dachrinne abkloppen und dann, ja, damit das kühlt. Ja, Kälte tut dann was. Ja, die tut dann helfen tun. Ehrlich jetzt, ja, tut mir leid, Leute. Ja, aber wie willst du denn sonst anders helfen lassen, ne? Ja, man kann das operativ machen lassen. Das ist schon richtig. Ja, aber wer geht schon gerne freiwillig im Krankenhaus? Ich auch nicht. Na, Niki hat mich so ein bisschen getrieben und die Kleine auch so ganz leicht, ne? Ist ja nicht so barsch wie Niki jetzt so, oder irgendwas jetzt in meinem Krankenhaus, mach da mal jetzt fertig und blablabla, ne? Ja, es geht aber auch um einen beschwerbeschädigten Schein, den ich dann beantragen will oder erhöhen lassen muss oder irgendwas. Muss ja. Du bist ja sogar dazu verpflichtet. Wenn du einmal einen gestellt hast, du hast einmal eine Zusage bekommen, bist du dann letztendlich dazu verpflichtet, ja, dich im nächsten Jahr wieder zu melden, um Verschlimmerung, ja, zu beantragen. Ja, die wollen das schon wissen. Das ist schon komisch, ne? Hier muss ich nochmal ganz komisch probieren. Oh. Ja, ein bisschen Fett muss dran sein, das wisst ihr ja, ne? Oh. Hammer, ey. Das ist mein Ding. Jetzt mache ich hier mal die Zeituhr an. Ich habe jetzt mal auf eine Stunde hier, ich tue noch mal einen Schluck Wasser dran, damit er nicht so schnell verdunstet. Ach, herrlich. So, Deckel schön drauf machen. Eine Stunde bei 200 Umdrehungen. Ich sag da mal bis morgen. Ich hab euch auch lieb. Aber auch ich muss mal auf die Toilette. Also bis gleich. Ja, letztendlich ist es nur dann habt ihr hier, wo da jetzt dunkel ist, ist dann nachher Licht an. Also wo dunkel an ist draußen, ne? Draußen ist dunkel an. Und dann mache ich dann näher die Sonne näher, schalte ich näher ein. Ne? Ich habe oben am Dachboden habe ich so einen Schalter, so einen großen Schalter, deswegen brauche ich den Dachboden dafür. Ne? Kabum. Ja, die hat unwahrscheinlich Watt, so eine Sonne. Sonne. Schöner Spruch, finde ich cool. Sonne hat natürlich Power. So, und dann sehen wir auch Tageslicht wieder. Oder? Doch, machen wir so. Erstmal wünsche ich euch was. Bis gleich. Jetzt habe ich euch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wunderprächtig, dass ihr eingeschalten habt. Ja, wir haben schon wieder viele neue Freunde gefunden hier auf unserem Kanal. Finde ich richtig klasse. Finde ich super. Ganz ehrlich. So. Wer ist denn da? Tiger steht da mitten im Raum. Tiger, komm. Da, siehst du, da. Ungefähr da. Miau. Hau gleich wieder ab. Hau wieder ab. Geh raus. Naja, mit mir kann man da machen, ne? Und da liegt Tinkerbell. Ja, also, wir machen jetzt genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe hier den Pott mit dem restlichen Schweinefleisch. Da haben wir übergehabt vom Grillen. Und ja, das werden wir dann heute, ja, schieße mal tuckeln oder wie auch immer. Ja, guck. Ja, guck, ich hab Haare auf dem T-Shirt. Ich liebe es. Tolle Geschichte. Ja. Ich schüttel mich ja nicht über dem Kochpott, ne? Und außerdem koche ich nur für uns.
nicht für die Öffentlichkeit. So, aber Shorts beiseite. So, ein bisschen gerade stellen. Ne? So, das läuft hier noch, das ist wunderbar. Ich habe heute ganz einfache Dinger hier. Ja, das sind so Kartoffelknödel, halb und halb. Reicht. Ja, machen wir keinen Schüsseler Mengen da drum. Ja, ich denke mal, für jeden zwei davon dürfte genug sein. Ja, also was immer bei denen wichtig ist, ja, wenn ihr diese Soße Verpackung holt, dann sind die krüsselig, ne, die Beutel. Die werden ja da, die blähen ja so ein bisschen auf wie nachher Erbsensuppe oder Linsen oder Bohnen oder so, ne. So, dann müsst ihr die aber so ein bisschen, guck mal, so in allen Richtungen so drehen. Und dann müsst ihr die einlegen ins Wasser. Ja, warum muss ich das drehen? Weil jo, die Stärke sich ein bisschen besser verteilt, so vermischt mit den anderen Stückchen, die da drin sind. Ja, damit es besser halten kann, tut. Ne? Und dann schmeißt ihr die ins Wasser. Also am besten legen, weil sonst habt ihr die Küche nass. So ein bisschen drehen, ein bisschen wenden hier. Zack. Und dann müsst ihr die so 10 Minuten ziehen lassen, damit das Wasser zieht. Ja, ich mach mal eben die Tür zu, sonst habe ich gleich die Nachbarn auf dem Plan. Nein, kommt keiner. Mich wird hier keiner besuchen, weil ich hier mir selber quatsch. Also für die Leute draußen, die das nicht kapieren, ja, die denken, ich quatsch mit mir alleine. Tue ich nicht. Ich quatsch mit euch, ich quatsch mit unseren Freunden. Ne? Ja, Küken und Niki sind oben. Ja, die gucken sich da YouTube-Filme an. Die müssen noch ein bisschen was zurecht planen. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich gehe kochen. Da habe ich meine Beschäftigung und bin zufrieden mit allem. So, jetzt muss ich mal eben kurz mal abschmecken. Ich hatte gerade doch noch mal ein bisschen Gurke dran gemacht hier. Ja. Mmh. Oh, ist ja lecker. Husten, ist nur Husten, keine Angst, ich sterbe nicht. So, ich habe Montag auch den ersten Termin wegen neues Pflaster drauf machen. Läuft also auch alles seinen Gang. Wo habe ich denn meine Schere? Geht also auch alles so, wie es sein soll. Ich habe hier so eine Fertigsoße. Ja, warum nimmt der Mann Fertigsoße? Warum nimmt der Mann Klöße, Knödels, ja, aus der Tüte, so? Ja, weil ich es kann. Und weil wir keine Kochsendung sind. Ja, ist doch so. Ja, viele meinen, oh, guck mal, das ist eine Kochsendung. Und wir zeichnen uns noch immer, was er gekocht hat. Ja, nee. Wir quatschen nur. Das ist Comedy. Tut mir leid, Comedy. Ja. Ich erzähle so ein bisschen, was mir so am Tag so eingefallen ist oder aufgefallen ist, ja, im TV oder ja in der Welt so, ja, und darüber rede ich. Ja, zum Beispiel wieder mein ganz spezieller Freund Trump, ne? Also tut mir leid, wenn er mich kennenlernen würde, würde der genauso. Dann würde ich sagen, würde er über was Schlechtes sagen, über was Rassistisches oder so, ne? Oder ich bin jetzt oder ich wäre Kommunist oder so, weil ich eine soziale Ader habe, ne? Weil ich einfach nur nett bin, ne? Ja, das würde Trump jetzt zu mir sagen. Aber bevor der das zu mir sagt, sage ich ihnen lieber, was ich über ihn denke. Ah, so. Zack. So, die Schere kann wieder weg. Und nebenbei mache ich hier noch so ein kleines Melönchen. Ja, die muss unbedingt. Ja, guck mal. Die kriegt schon so ein bisschen ganz leicht, ne? So braune Stellen. So, das kann ich jetzt hier eben auch schnell nochmal erledigen. Hier muss ich gucken, dass die Gurken waren noch ein bisschen fest. So. Ganz zartes Fleisch habe ich festgestellt. Also ganz kurz. Zu erklären, ich hatte Reste von Schweinefleisch
ich schneide in der Zwischenzeit, schneide ich hier die Melone klein. Also nicht, wundern, wenn ich mich, wenn ich euch meinen Rücken zeige. Da hatte ich ja noch Reste vom Schweinefleisch gehabt und die muss ich ja schließlich verarbeiten. Ja, ich lasse dich gerne mal umkommen, also umkommen sagt man hier bei uns, sterben lassen von mir aus. Ja, damit das vielleicht weggeschmissen werden muss, ne? Das geht gar nicht. Ja, oder ich habe ja auch keinen Hund, den ich jetzt gerade mal so ein Klotz Schweinefleisch da mal eben drüber reichen kann. Ja, Katzen gut dann halt auch gerne, ne? Ja, im Moment vermissen wir auch unseren Kater. Also Cody, der ist jetzt schon seit fast 5 Tagen unterwegs. Irgendwo hin, keine Ahnung. Hat sich nicht abgemeldet. Muss hier nur eben kurz aufpassen. Ja, da hat sich nicht abgemeldet und ich weiß nicht, wo er gelandet ist. Ja, wir halten das, wie sagt man dazu, nie pragmatisch, kann man das sagen, ja, für tiergerecht. Und zwar tiergerecht in dem Sinne, dass die Tiere auch sich selbst ihr Haus oder ihre Familie aussuchen dürfen. Ja, okay, der Kater ist uns zwar sehr lieb und ans Herz gewachsen, sollte er, ja, also nicht auf das eine aus sein, oder er hat sich vielleicht eine andere Familie gesucht. Ja, okay, wenn ihn einer so zwangshaft in die Wohnung eingesperrt hat oder angelockt hat, ist böse. Das ist ganz böse. Das geht gar nicht. Und dann werde ich auch zur Wildsau, zur Rasenden. Ja. Und ja, da muss man auch bei mir halt, Vorsicht, ich habe ein Messer. Du läufst mir hier so entgegen. Was ihr da. Schade, dass ihr kein Geruchsfernsehen habt. Aber wir sitzen gerade da oben und nimm so eine Nase und denken sich so, ja, das riecht nach richtig selbstgemachten, hausgemachten, richtig geiles Gulasch. Also, der Geruch kommt uns da oben in der Nase. Die Kleine sagt gerade, wenn sie in Rest oder ich sage mal, wenn man im Restaurant sitzen würde und sowas riechen würde, ja, dann würde man das auf jeden Fall gleich bestellen. Also wir haben Hunger. Ich bin unterwegs. Schön. Hör ich doch gerne. Aber das riecht richtig oben. Ja, aber das ist jetzt auch voll angemacht. Ne? Ja, bisschen Senf, bisschen Paprika, das wollte ich eigentlich gerade anfangen zu erzählen. Aber oben kommt so ein starker Gulaschgeruch. Ja, aber so richtig geiles Gulasch. Stroganoff war da mit Gurke, ne? Mit saure Gurke, ne? Ja. Irgendwie war das doch, ne? Nee, sauer. Doch, ja. Ich meine mit Stroganoff, ne? Mit saure Gurke. Tickern, wäre das mit Sauerkraut? Ja. Aber auch sauer? Ich will hoffen, dass die Klöße reichen für jeden zwei. Ja, mir reicht. Ich mach da noch Melone. Du kannst auch für euch zwei oder drei reinhauen. Ja, ich muss noch ein Paket reinholen, sonst das war jetzt mein Bedenken. Oh, das oben kommt so richtig geiles Gulasch. Ja, das ist schön, das ist doch. Das freut mir doch. Das freut mich doch. So. Sodale. Tschick, tschack. So, Löffel. Ja, genau, ich wollte eigentlich erzählen, weil ich komme immer total durcheinander. Schön, ne? Ist doch richtig, finde ich, finde das amüsant. So, Reste vom Grillen. Einfach rein. Ja, das sollten so lange, große Spieße werden. So dicke Stücke Fleisch. Reingehauen im Topf. Die ganz typischen Sachen für eine Roulade Klassik. Also, wie man so kennt, rheinische Roulade, wie man dazu sagt, mit Gurke, Senf, Paprika, Zwiebeln, Speck. Speck ist richtig drin, also fetten Speck habe ich angebraten. Man reibt ja auch mit Senf aus innen drin die Roulade, dann macht man da Schinkenscheiben drauf oder Bacon oder Speckstreifen, je nachdem,
Gurke, ja, alles da rein, ordentlich Paprika, ein Streifen Senf habe ich da reingemacht, ja, Wasser, ja, ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer, nichts Großartiges, aber der Geruch, der soll hochsteigen, ja, halt wie, als wenn Mutter früher schöne Rinderrouladen gemacht hat. Und das ist jetzt so zart, das Fleisch, das fällt dir so auseinander, das ist schon Zupf, Rups, Bups Fleisch, ja, und das ist jetzt also gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. So, ich nehme jetzt, ich habe jetzt hier, ja, so schon mal so Viertelstücke, und jetzt gehe ich mit einem Löffel und ziehe halt einfach nur mal so raus, ne? Dann habe ich hier, ich habe hier meine Plastikschale, die nehme ich immer ganz wunderbar gerne dafür. So, zack, alle Kerne weg. Das ist natürlich bei der normalen Wassermelone nicht möglich. Ja, das ist jetzt wachstumsbedingt oder sortenbedingt. Ja. So. Zack. Ja. Wie gesagt, das ist Comedy und ich lasse mir den Spaß nicht nehmen, ja, über Politiker oder sonstigen Volk, ja, drüber herzuziehen. Ja, das sollte man einfach damit leben. Ich bin halt so, mich gebe nicht anders. Ja, ich bin sehr sozial eingestellt, sehr ehrlich, sehr vernünftig, bin aber auch kritisch, ja, und Ungerechtigkeiten, das wisst ihr, oder unsere guten alten Hasen, die guten Freunde, ja, die schon länger bei uns sind, ja, die wissen, dass ich Ungerechtigkeiten am Tod nicht leiden kann. Ja, Tod hört sich auch wieder gefährlich an, ist aber nichts Böses. Also nicht den Tod, sondern boah, vielleicht einen anderen Tod. So, muss ich das hier nur nochmal, dass ich auf Achtelstücke komme. So. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt auch zwischendurch nochmal regelmäßig jetzt zum Doc oder zu unserer Doktöse von mir aus. Und da muss ich neue Pflaster immer drauf haben, desinfizieren. Ja, das soll auch keine Wundentzündung oder so geben, um Gottes Willen, das darf gar nicht sein. Ja, und trotzdem muss ich hier in der Küche stehen und was tun, geht ja gar nicht anders. Ja, ich darf halt nur den Arm, ich muss halt, ja, ihr seht vielleicht, wenn ich jetzt schneide, ja, dass ich jetzt hier auf der Seite, dann ist jetzt hier das Gerät, hier auf der Seite, hier, dass ich da ein bisschen vorsichtig mit umgehe, dass ich da jetzt nicht, Heide Witzka und Kasten Bier und hol mir solche Melonen. Da muss ich schon ein bisschen, wie gesagt, aufpassen, ne? So, das werdet ihr mit Sicherheit verzeihen. Das Messer lege ich mir einfach dahin. So, und jetzt gehe ich hin, schneid die Melone. Man kann ohne weiteres. Ja, ich mache manchmal so. Ja, dann schneide ich das jetzt hier so ein. Zack, 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 zack. Und dann schneide ich hier so einmal so an der Schale vorbei. Ja, und dann habe ich schon kleine, wunderbar leckere Appetithäppchen. Die könnt ihr natürlich auch wunderbar mit Schinken umwickeln. Ja, dann habt ihr hier diese, wie heißen die, Tapas, ne? Tapas, ja. Ja, das hört sich halt so an, als wenn so kleine Kinderfüße so umhertappern, ne? Tapas, ne? So. Auf jeden Fall, dann müsst ihr, ne? Könnt ihr mit Schinken, Bacon umwickeln, ja, und dann legt man mit auch Pflaume oder so, ne? So eine Trockenpflaume, ja. Und dann legt man die, eigentlich hat er einen spanischen Wirt entdeckt, ja, da hat er gemerkt, da kommen immer Fliegen in den Wein rein, wenn das Glas da so steht. Ja, da hat er so kleine so Deckelchen, wie Bierdeckel vielleicht, ne? Hat er sich so ausgedacht. Ja, und dann hat er gesagt, ja, Mensch, da könnte man ja auch noch was drauf machen, ne? So Oliven, kleine Häppchen, Zwiebeln geschmort oder so, ne? Und dann unter anderem auch Melonenstücke mit Schinken drum gewickelt, ne? Wunderbar! Ne? Schöne Idee, ganz einfach, toll, ne? Das muss ich hier nur gucken, dass ich hier, weil das Messer, ich merke gerade, das Messer ist nicht das Schärfste, dass ich mir das nicht noch in den Knochen hau. So, wo kann ich das? Ach ja, jetzt wäre hier meine. So, dann gehe ich jetzt einfach hin, schneide jetzt hier kleine Stücke draus. Muss erstmal probieren.
Wunderbar. Na, kann ja mal passieren, oder? Guck nicht so streng. Ach, komm doch mal um die Ecke da rum, du. Zu nah an der Schale. Dann taucht in der Schale, dann ist es immer so besonders fest. Ja, ich merke schon, mein Family hat Hunger. Gibt's ja auch gleich was. Soll nicht leiden. So, nächste. Ich mach das mal jetzt hier auf dem Brett vorsichtig. Nicht mit dem Finger in Berührung kommen, ne? So, können wir beobachten, ob ich mich verletze. So. Hallo Jackie. So. Ich glaube, wenn ich jetzt das Messer noch scharf machen würde, dann hätte ich erst so recht ganz schnell das Messer in den Finger. Ja, was ist mit unserem Mensch da los? Oder was das da sein soll? Keine Ahnung. Trump. Was ist das für ein Dollen? Bekloppten, Verrückten. Da könnte mich aber dem anschwärzen, dass ich das gesagt habe. Also was der da zu der Harris da alles so sagt, also die haben den schon gewarnt. Der macht sich seine Wahl, macht er sich kaputt. Also da kannst du aber ihn drauf lassen. Seine Wahl macht er sich damit kaputt. Weil da lassen doch die Menschen nicht mit sich machen. Ja, ja, jetzt kommt damit Geld zahlen, wenn du ein Kind kriegst und ja, ist da alles gut. Kann er ja machen. Aber das hat er vorher nicht gemacht, weißt du? Das hat er vorher nicht gemacht. Und alles, was er jetzt verspricht, das ist wahrscheinlich nichts wert. Oder? Ist doch so. Ja, das kann ja nichts wert sein. Oh, ist lecker. Ist auch noch genug da. Das ist aber groß genug. Ja, bei Honigmelonen und ja, wie heißen die anderen Melonen? Ja, so ich mal so ganz dicke raus, ne? Also die ganz dicken Melonen, die sind mir auf jeden Fall los, Best Collector, Obdachloser schläft. Also, ja, ich lese noch ab und zu oben Überschriften, also Meldungen von anderen Kanälen, die ich da auch noch selber abonniert habe. Muss mal eben hier nochmal gucken. Oh. Ja. Eben mal ein Stück Gurke rausholen. Ich muss nur gucken, ob die weich genug ist, weil ich hatte gerade nochmal Gurken nachgelegt. Und ich liebe ja Gurken, ja. Warme Gurken. Also saure Gurken warm gemacht, ne? Wohl gemerkt. Da. Ne, die sauren Gurken warm gemacht. Ist ja was Herrliches, ne? Aber ich jetzt. Ne, also. So, jetzt. Ne, saure Gurken in der Soße, warm gemacht. Ja, lecker, Leute, lecker.
Küken ihr sein Tässchen, guck. Das süß? Ein Hörnchen. Was steht denn da drauf? Colorful Rainbow. Sehr buntes. Buntes Regenbogens. Ja. Und eine Tasse mit Coca-Cola. Ja, Wahnsinn. Ja. So ist es. Zickzack Hühnerkack. Renate, Notizen machen. Zickzack Hühnerkack. Oder nach, wie heißt der jetzt schon wieder? Dingens. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Aber habt ihr gemerkt? Komisch, der Trump hat seinen Verband ab vom Ohr, ne? Und was ist? Du siehst da kein Schnippi und kein Lochi und kein... Alles klar, gut. Der Mann, das ist doch ein Alien, ne? Oder wie unsere Flacherdler behaupten würden, das ist so ein Reptilioid. Oder wie heißen die? Ne, oder? Ja, der hat Heilkräfte. Wow. Ja, die könnte ich auch gut gebrauchen jetzt gerade, Meinung. Ja, ich brauche auch so Heilkräfte. So. Ja, das. Ja, hier, das tut immer so ein bisschen weh. Ich sage immer, das heilt. Und dann fängt das an jucken. Kennt ihr das? Ja, wenn das so an heilen fängt, dann ist das an jucken. Naja, juckt mich nicht, ich bin ja ein Mann, ne? Ein ganzer Kerl, dank Schoppi, ne? Ja, aber wie es eben so immer so ist, ne? So. Gespült habe ich das mal eben schnell. Das tue ich hier abdecken, weil sonst haben wir ja wieder die Scheißhausfliegen da dran kleben. Wo seid ihr denn? Ja, komm doch rein. Nehmt euch einen Kaffee, ja? Ich tue jetzt hier mal so ein bisschen abdecken, ja, damit da keine Fliegen dran kacken. So. Aber was ist denn sonst noch so los? Ja, die Ampelregierung, ja, die macht wieder irgendwas. Der eine sagt, ah, der sagt, XY, höchstens. Ja, warum sind die sich mal nicht einfach mal nur einig? Ja, die attackieren sich kaputt. Und dann kommen andere Pappnasen, ja, und die machen da die Punkte, ne. Ja, ist doch blöd, ne. Also, ich, kapieren tue ich das nicht, ne. Keine Ahnung. Also wie gesagt, Leute, ich kann Ungerechtigkeit nicht leiden. Dabei bleib ich und fahre damit am allerbesten. Habe ich euch eigentlich schon die Kanne gezeigt hier? Wir haben so eine Kanne, ja, so hier, dann sieht man auch das Logo vorne nicht. So eine Kaffeekanne. Die ist natürlich, so gesehen, ist die jetzt nicht gerade logisch. Ne? Zeige ich euch mal warum. Mit Katzenfingernägel kratz, kratz geht das. Ja, und was krabbelt da noch? Da klappert ja noch was drin. Das ist eine Kaffeemaschine, ist das. Ist das cool? Ja, die ist gewaschen, deswegen tropft die. Ich tropfe auch ab und zu, aber ich bin da nicht immer gewaschen. Ne? Quatsch. Also Thema aus hier. Ja, guck mal, da kommt, es sind so ganz kleine Löcher, hier sind größere Löcher drin. Hier kommt das Kaffeepulver rein. Ich kenne das schon aus der Kindheit, ne? Da gab's von Tante Melitta, die auch die Filtertüten erfunden hat, gab's so eine Kaffeekannenmaschine mit hinten einem Stecker rein. Das hat aufgeheizt, ja, also die kann man auf den Herd stellen, auf Induktion, Feuer, direkt im Feuer auf dem Gas, kannst du überall draufstellen. Dann blubbert das, blubbert sich hier hoch. Ach, mein Rohr ist runtergefallen.
Ja, jetzt muss ich das gleich nochmal spülen, siehst du? Ja, das blubbert sich hier, hier sind auch so Einlasslöcherkös. Ja? So, dann blubbert sich das Wasser hier hoch, hier sprudelt wie so ein Springboden, aber auf langsamer Art, hoch, ja, landet intelligenterweise hier auf dieses Wasserverteilsystem. Apropos Wasserverteilsystem, ja. Ist das nicht traurig? Ja, ist das nicht traurig? Ja, ja, unsere Infrastruktur, die ist ja total, ist für mich ist die total am Boden. Ja, früher, ich weiß noch, da gab es einen Schießbefehl. Ja, eine Kaserne, hat mir mal einer erzählt. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, ne? Da gab es sogar einen Schießbefehl, wenn die fremde Leute an der Kaserne zu schaffen machten. Hm? Ja. Und zwar, wenn du musst dich ja dann anmelden, wer du bist. Ja, ich bin Gefreiter, tralala, und komm gerade vorne meine Palize oder so, ne, ein bisschen schmusen und tanzen waren wir. Ja gut, geh rein. Ja, weißt du, wenn du dich ausweisen kannst, ist das ja auch alles, ja. Heute ist das alles so, wenn nicht kommt, braucht nicht gehen, so nach dem Motto. Ne? Ja, man kann sich auch am Flughafen festkleben, man könnte sich auch an so Wasserverteilung, Trinkwasserverteilung ankleben. Ja, auf jeden Fall hier. Ja, jetzt wieder zurück zu meinem Thema. Dann blubbert das der frisch gebrühte Kaffee hier aus den kleinen Löchern wieder raus. Ja, und dann kannst du das blubbert dann immer weiter und immer weiter. Ja, und dann kannst du immer nachschütten. Ist das nicht ein Ding? Wow! Ja, nur eben halt der Nachteil ist hier, das hier, ne? Du kannst das hier oben, das ist nicht so schön, ne? Das kannst du nicht so gut greifen. Ja, aber ich habe schon Lederhandschuhe habe ich schon besorgt. Ja, die auch so ein bisschen Feuer und Hitze aushalten können. Entschuldige, Gänsehühner hatten wir nicht. Jetzt noch wieder was zum Spülen. Mein Gott, ne. So. So. Ja, ne. Also. Ich glaube, das sind schon jetzt drei so Wasserdinger da, wo sie Attacke drauf gemacht haben, ne. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schön. Ja, jetzt ist gut. Ich stelle jetzt die Klöße drauf. Ich mache jetzt hier die Soße. Ich mache jetzt hier auch ein bisschen Soßenpulver. Einfach aus der Verpackung. Da mache ich jetzt nicht alles. Sondern nur mache ich nur ein bisschen. So, mal gucken, ob ich damit schon zurechtkommen würde. Weil die bringt ja dann auch nochmal wieder einen Eigengeschmack mit. So brauche ich jetzt gar nicht großartig Mehlschnitze machen oder sonst Quatsch da. Sag ich mal. Oh, alter Verwalter. Boah, ist das geil. Schmeckt das gut. Ja, ich bin selber total hin und weg von meinem, was ich da koche. Ja, es ist keine Schwärmerei, damit ihr da, dass ich hier mehr Einschaltquoten habe oder so. Das ist ja gaga. Ja, das ist einfach nur so, weil er wirklich gut schmeckt. Das schmeckt wie von Vater, wenn Vater Rinderrouladen oder damals auch Pferderouladen gemacht hat. Genau so schmeckt die Soße gerade. Boah, Leute. Renate, pass mal auf. Wir haben hier eine liebe Freundin. Die schreibt mir unwahrscheinlich schöne Kommentare immer. Die wird auch wieder sagen, oh ja, Pferderouladen, das ist, ja, wenn einer natürlich Pferde nah ist oder so, kann ich gut verstehen. Ich liebe auch Pferde. Also nicht in der Pfanne. Nein, nicht als Fleischwurst oder Frikadelle, sondern richtig auf Weide. Schön für Kinder, ja, vielleicht auch mit Handicap. Das sind so ganz ruhige, beruhigte Pferde, ne? Apropos Pferd. Wisst ihr, komme ich schon wieder vom Pferd auf den Pony. Ja, okay, Pony ist jetzt nicht gerade ideal für mein Volumen, ne? Muss ich mal gucken, dass alles ordentlich ist. Ja, also, da ist doch hier irgendwo an so einem Kurort oder wie war das nochmal? An der Nordsee? Ich weiß nicht wo. Oder keine Ahnung, Rügen, ist doch egal jetzt. Strand, Deich. Und da läuft eine Frau mit einem Pony.
Ja, so ein klein gewachsenes Pferd ist 70 cm oder 75 cm hoch. Also geht so ungefähr nicht ganz, also noch niemals bis zur Hüfte. Ist etwas größer wie ein Dackel, hätte ich fast gesagt. Also etwas größer wie ein, also so groß, vielleicht wie ein Schäferhund oder so. Ich weiß, ich habe so, nee, ich habe keine Maßvorstellung gerade. Und läuft aber beim Deich. Und da sagt die Stadt, halt, na stopp, ja, gleich die Polizeikelle, wow, ja, sie dürfen mit ihrem Fahrzeug hier nicht am Deich. Das Pferdchen hat so ein bisschen an dem Gras geknappert, ne, also das kleine Mini-Pferdchen, er hat so ein bisschen am Gras geknappert, ja, oh, süß, fand ich, ich finde das total, und wisst ihr, was das Allerschärfste ist? Das ist sogar offiziell ärztlich, krankenkassisch oder wie auch immer anerkannt als Begleitpferd, als pädagogisches, oder ich weiß nicht, wie man das da so sagt, so ein Pferd zu für die Gesundheit. Also praktisch ein blinden Hund eben halt mit anstatt mit Bau, Bau. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, das quietscht vielleicht, das wird vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen leiser, weil es ja auch ein kleines, hat nicht so einen Resonanzkörper. Ja, dafür bietet man doch tatsächlich der Dame mit ihrem Fahrzeug. Ja, ne, haben wir zum zweiten Mal gehört und gefragt euch, hat der Mann ein Fahrzeug? Ja, das gilt offiziell als ein Fahrzeug. Ein Pferd ist noch lang kein Tier. Ja, von wegen PS, ne? Geht ja auch bei Pony. Pony stärken. Ne? Nicht Pferde stärken, sondern Pony stärken. Also, Leute, ihr Bürokratenpupser, Sesselpupser, habt ihr eigentlich alle eine Mütze oder was? Ich sag jetzt keine Namen, um Gottes Willen, ich weiß ja noch niemals, wenn die Stadt. Ja, aber geht es noch? Lass doch der Frau ihr Pferdchen. Die hat doch nur Anklang. Ja, Kinder streicheln das, haben Spaß. Och, Oma oder Tante oder Mutti, guck mal, oh, ein ganz kleines Pferdchen. Kind, du, das ist ein Pony. Kind, zack, hat gelernt. Nee, das ist ein Gefahr, ne? Das gilt offiziell als ein Gefahrenpunkt. Also hieß es oder heißt es zumindest so. Ja, ist nicht erlaubt. Und ist nicht gewünscht. Und ja, damit hat sich die Geschichte erledigt, ja. Die schrieb noch mehrere Briefe, aber der Kurparkminister sagt, nee, die dürfen halt mit ihrem Fahrzeug nicht hier so rum galoppieren, ne? Also, ja, geht das noch? Alles Rotscher bei euch, oder was? Ja, bei solchen Sachen, ne? Dann versagt bei mir so Saunapsen oder Synapsen oder so. Ja, die gehen bei mir, das ist totales Chaos bei mir, ne? Also sowas hier, ne? Das sind ja auch Ungerechtigkeiten, ne? Leute, und das dürft ihr mir nicht anbieten, da rede ich drüber. Ganz klar, ja? So, und jetzt lasse ich das mal da schön köcheln aus dem Knöchelverzeichnis. Köchelverzeichnis, ne? Ja, und werde mich dann gleich wieder, wenn Essen fertig. Cheerio, Miss Sophie. Ich habe Haare auf meinem T-Shirt. Ja. So schaut's aus. Miau. Lecker Schmutin. Hatten wir auf der Erdbeertorte keine Erdbeeren? Erdbeertorte? Ja, ich bin gerade gefragt worden. Im Kommentar bei der Erdbeertorte. Hatten wir Erdbeeren drauf? Die waren drauf, ne? Ja. Ich denke, das hat die doch nicht, hat die doch nicht die Erdbeeren gekauft für Erdbeertorte, und hat sie doch nicht selbst gefuttert? Nein, die war drauf. Das war ja die dreistöckige mit der weißen Schokolade. Ja. Da war Erdbeeren auch drauf. Ja. Ach ja. Das war schon eine Weile her. Könnte man mal wieder machen?
Oh ja. Und etwa Bohnen tut es auch. Ja. Jo? Doch, aber wir kriegen keine Erdbeeren mehr. Ach, die kriegst du immer. Ja, doch, im Glas. Nein, auch so. Momentan kriegst du keine mehr zu kaufen. Musst du doch noch gucken. Dann kommen sie aus irgendwo aus einem anderen Land, Türkei oder... Ja, aber dann bezahlt man auch wieder mehr. Ach, bezahlst du immer mehr. Dann lieber aus dem Glas. Nee, das schmeckt nicht. Dann aus dem Glas, dann Blaubeeren. Blaubeerboden. Das mag ich sehr gerne. Da war ich schon immer heiß drauf. Also blaue Beerenbohnen. Eure Legende. Die Legende. Lebt. Ich dachte, die Mumie lebt, heißt es immer. Wir haben abends, wir haben hier unten schon wieder kein Internet. Komisch. Also das ist schon... Aber immer nur abends. Tagsüber, auch vorhin, wo ich unten war, funktionierte die Alexa ohne Probleme im Keller. Mhm. Ja, ne? Nur abends nicht mehr. Schon verrückt. Nimm alles Fleisch raus, was da drin ist. Muss leer. Ich frage mich echt langsam, wo sich Cody rumtreibt. Ja, das habe ich auch schon. Ich habe schon eine Suchanmeldung-Anzeige gestaltet hier. Langsam finde ich das echt komisch. Ja, ich sag, wenn er sich eine andere Familie gesucht hat, seit Dienstag ist das sein Problem. Aber wenn sie den irgendwo herangelockt haben. Und dann, festhalten, das ist. Ja. Dann gibt es Ärger. Beim Montag, wie gesagt, war er noch da, seit Dienstag ist er weg. Ja, ich denke mal, der ist einfach nur mit auf den Pirsch. Ja, hoffe ich. Anton hat ja auch andauernd mal solche Marotten gehabt. Weil hier mit unserem gab es ja keine Probleme, dass der deswegen abgehauen sein könnte. Nö, eigentlich nicht. Ja, der hat immer so ein bisschen mit, manchmal mit Charlie und manchmal mit Jackie. Wer weiß, wo der sich rumtreibt. In den Dörfern. Über die Dörfer. Guck mal, weil die Qualität schlecht ist, ne? Top-Qualität, Super 8. Ja, Top-Qualität, Super 8, ja, kann hinkommen. Super 8 sah so früher so aus. Dann wurde die Kamera immer ganz schnell geschwenkt. Oh, Tante Trude sagt was. Oh, Erna sagt auch was. Ach, guck mal, der Kleine. Ja, schnell. Ach, der Hund. Lampe. Oh, die neue Lampe. Ja, schön. Das wurde alles ganz schnell. Weil du hattest da nur 7 Minuten, glaube ich, Zeit auf dem Film. Bei Super 8. Das war so eine Kassette. Die musste man. Wir haben die immer damals nach Neckarfrau geschickt. Da wollte die den entwickeln. Mhm. Und das Entwickeln hat ein halbes Jahr gedauert.
Na, auch nicht mal so 4 Wochen. Fotos entwickeln hat ja auch damals, ich glaube, eine Woche oder so gedauert. Ja. Nein. Doch. Nein. 3 Tage. Ja, zu deiner Jugendzeit. Bei uns noch eine Woche. Lange gedauert, ey. Heute gehst du irgendwo rein, läufst mit deinem Handy an so ein Gerät vorbei. Dann kannst du auch und dann gucken. Sprichst du eben, was weiß ich, Postina ausdrucken. Eine Grete in dem Fisch. Oh, das habe ich verraten. Nein. Wieder weg. Bitte. Ich habe schon 10 Minuten vorher das angemacht. Dachte, das hilft vielleicht. Morgen wird ausgeschlafen. Nee. Schon wieder? Ich kann um 10 aufstehen. Nein. Doch, weil um halb jemand kommt. Ah. Hast du Topf leer gemacht? Da ist noch was draußen. Bestimmt noch was da, ne? Also, ja. Du warst gefragt. Hol. Mach voll. Ich bin satt. Ich habe heute so viel in der Küche gestanden, dann bist du auch irgendwann selber mal wieder satt. Das haben manche Köche so an sich. Mein Vater auch immer. Er hat immer gekocht. Er konnte gerade mal einen halben Teller Suppe. Blödsinn, genau. Ja, aber Kohle ist, ne? Und der Schlingel sich rumschlängelt. Dann kommt er irgendwann wieder nach Hause und dann quiekt er ganz laut. Ich hab ne Palize, ich hab ne Palize. Es ist immer noch bei dem Kopf. Immer noch. Katzenfutter. Ja, kann man noch nicht auftauchen. Dann bin ich nicht so traurig, wenn ich das mal wegschütten muss. Oh. Dann schmeckt es dir wohl. Ja. Schön. Ja, das wird ja irgendwie nicht besser, ne?
Ach ja, so gemein. Ja, die ganze Straße steckt da ja im Internet. Ich weiß nicht, ob das so, macht das wirklich so weit aus? Kann das sein? Dass das hier so das alles wegnimmt? Heutzutage sollte das eigentlich nicht. Ja, Niki muss mal gucken nach so einem Internet-Booster. Die Gruppe. Ja, da wird Lichterparade. Ah. Boden. Der schwarze Drache in Rot. Anatopia. Mhm. Das ist auch so Fantasy. Der schwarze Drache in Rot. Und Anatopia war, waren sie letztes Jahr auf dem Konzi. Muss auch noch so Leuchtdinger da haben wieder, ne? Also. Huddel-Duddel dreht. Ja, erstmal sich noch ein bisschen üben. Ach so. Ja, dafür nimmst du es ja mit. Richtig. Das kann, sogenannte Lichterparade. Also die abends läuft. Gibt einmal am Tag eine Parade und am Abend nochmal eine Parade. Mega. Lichterparade so abends, das ist bestimmt geil. Das ist bestimmt wieder auch unvergesslich. Mein Schildchen mit Nachtisch habe ich schon mal. Mein. Den ist auch. Ich zahle doch immer alles. Ah. Vorhin wusste ich das Wort. So, wenn da so Melonenstückchen oder Pflaumen oder mit Schinken umwickelt werden, so kleine Würstchen, oder Salamistückchen mit irgendwie so Tapas. Ja, das war so ein, für ein Wein- oder Bierglas, so zum Abdecken, wie so ein Bierdeckel. Da hatte man oben drauf gemacht, nicht unten drunter, sondern. Caprese? Nee, das Caprese ist doch schon wieder ganz anderes. Der hat einen Nizza hinten, der Koch. Der kann dir bestimmt was erklären. Mozzarella, Tomate. Ja. Ah, okay. Ja. Man kann auch DVD reinmachen. Der Fernsehapparat, der läuft auch mit DVD, das Schnitt für DVD-Scheiben drin. Na, war jetzt auch nochmal was von Avencia, oder wie heißt das da? Mal Pause drücken. Soll ich mich bei meiner alten Firma nochmal bewerben? Nein. Wer ist denn eine alte Firma? Mach mal nur Anfangsbuchstaben. OVG. Nein. Oh. Die suchen für Duisburg. Aber mich entlassen. Haben ja angeblich nicht. Aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Sie haben Auftragsmangel. Tja. Am Dienstag MRT habe ich erst um 17.20 Uhr gehört. War das? Oder 17.10 Uhr?
Sind wir erst mal ab 17 Uhr. Ist da eigentlich mal Platz jetzt da? Hm? Die Kiste da? Ist da Platz, meine ich. Dass ich hier mal an das Fenster dran komme, dass wir mal das Fenster mal putzen können. Ja, ja. Können wir von außen putzen? Ja, ich kann das ja auch von der Nachbarsgarten gegenüber. Nein, es ist frech. Mit Teleskop am Gehen. Hau dir mal eine. Der ist ja frech. Da ist ja nichts mehr vor. Aber vielleicht mal morgen. Fenster, ich räume ab. Damit Fenster, so, das kann ich jetzt nicht so gut. Mhm. Teilen wir uns halt immer so ein bisschen die Aufgaben. Damit die Nachbarn gleich wieder was zu erzählen haben. Guck mal, die putzen die Fenster da. Ist uns aber egal, ne? Ja. Das soll uns wurscht sein. Ja, ich möchte mal gerne wissen, was da los ist. Warum das so lahmarschig ist. Das war die ganze Zeit gut. Lost wird schon wieder 20 Jahre alt. Ja? Lost. Kann man nicht, weil ich sag. Eine Serie. Lost. Ja. Achso, Lost. Ja, okay. Ja, jetzt. Ja, manchmal muss man erstmal auf dem Bild sehen. Ich weiß halt auch nicht immer, was er meint. Aber weil ich das einfach vergesse, weil den Film habe ich gesehen, warum soll ich mir da noch Jahre später noch Gedanken gemacht? Wo jetzt gesagt hat, Serie, ja, verschollen im Pazifik. Naja. Da ist nichts mit verschollen. Lost, ist halt nicht mit dem Hawaiianer, der so aus wie ein Ecke und stabil. Ja. Und ihr wart am Strand immer, ne? Kann das sein? Ja, auf der Insel. Ja, ja, Strand. Die meisten Inseln haben wohl. Ja, die erste Staffel spielte nur am Strand, ja. Mhm. Sehr wenig im Wald. No. Ich räume jetzt eben das Geschirr raus. Also, das Saubergeschirr weg. Und dann verschwinde ich in den Teller. Welche auch zum hin? Lachen? Ach so. Welche auch hin? Ach so, ich dachte, zum Lachen geht es im Keller. Nee, nee. Vielleicht können wir eben kurz so dem Thorsten sagen, die Pilze machen sich gut. Ach ja, kann ich nochmal persönlich ganz, ganz lieben Dank für die Karte ausrichten. Nochmal sagen, genau. Genau. Ich habe mich Thorsten, sehr gefreut und war sehr gehört? Überrascht. Ja. Ich war sehr, wie sagt man, was hat die Queen immer gesagt? I'm amused oder? Sie sagt immer, I'm not amused. I'm not amused heißt aber, ich bin nicht glücklich. Also kann ich sagen, I'm amused. I am amused, genau. Pass auf, die sind lecker. Gewöhne ich da gar nicht dran. Brauch mal einen anderen Geschmack. Die ist lecker. Lecker, ne? Aber das ist jetzt nicht rot, das ist ja grün. Das ist doch egal. Für mich ist es weiß. Aber wenn du ihn seinen Kopf anguckst, sieht es ja aus wie eine Wassermelone, ne? Also von der Farbe jetzt her, ne? Ja. So ein innen drin rot und außenrum grün. Niki! Abwesend. Red ruhig mit uns. Er ist woanders, ja, und ich bin jetzt gleich hier sauer. Ich bin sauer. Das ist ja der Mann von der Merkel. Frank Sauer, oder wie heißt er? Sauermann. Ist das dumm, ja. Mhm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ä-
habe ich angepackt. Nimm ich auch. Oh, nochmal. No. Aua. Ach ja. Nom nom. So. Schöne Ideen voran. Was koche ich morgen Schönes? Hühnerfrikassee. Oh, nee. Gulasch. Hühnerfrikasse. Gulasch? Nee, nicht schon wieder. Hatten wir doch heute erst. Zumindest was Ähnliches. Wie nenne ich das eigentlich jetzt? Rouladengulasch? Ja. Rouladengulasch. Was machst du? Du spielst unten? Ach, du bist unten. Ah, Brot haben wir noch. Also Brot haben wir noch. Weiß nicht, ob wir noch brauchen für morgen dann. Gleich hier, Niki hat ja noch ein kleines Paket rausgeholt heute. Für heute. Drei Scheiben oder was, ne? Oder? Ja, ja. Schön. Ja, immer die Wege nutzen, ne? Wenn man die 27. Etage wohnt oder so. Und wenn man schon im Keller ist, dann sollte man dann auch das wird, ne? Ach ja. Was habe ich? Ich habe noch eine Kohlrabi, habe ich auch noch da. Mm-mm. Was? Mm-mm. Jawohl. Die haben schon aufgegessen. Kann ja gar nicht. Das ist ja viel zu grün. Eine Kohlrabi ist viel zu grün für dich. Mm-mm. Doch. Und grün ist nicht so gesund. Mm-mm. Würdest du mal aufhören mit deinem Handy da? Mhm. Bitte. Wieso? Ja, weil das. Weil dein Handy auch dauernd in der Hand. Wo? Also, wenn ich hier auf eine Serviette schreiben kann, dann bin ich ein Held. So, wenn der Wetter morgen zulässt, mein Gott, ich kann's was gehört. Und wenn der Wetter morgen zulässt, es zulässt, was wir vorhaben, dann haben wir nicht nur Hemd und Hose vor, sondern wir haben auch vor, unser Zelt aufzubauen. Vielleicht ist das ja für euch interessant, ja, ein Sachsenzelt, ein sogenanntes mittelalterlich angehaucht, zwar aus der heutigen Zeit gebaut, hergestellt, besser gesagt, ist zwei Jahre alt war das. Hat man sehr günstig erwerben können. Und das werden wir dann natürlich mit Kamera live, ja nicht live, aber zumindest werden wir das aufbauen, könnten wir sogar live machen, ne? Nö. Nö? Warum nö? So viele Spinner, die nicht kontrollieren. Ja, man kann das halt nicht kontrollieren, ne? Ja, das ist wie gesagt das Problem. Ja, Niki spricht's an. Ja, beim Live, da sind viele Deppen unterwegs. Ich habe jetzt ein paar, habe ich jetzt auch noch nachträglich gesperrt, weil ich gemerkt habe,
die haben sich zwar, was ich nicht verboten habe, ja, aber trotzdem für spezielle Zwecke haben die sich das rausgeschnitten. Und das sind immer so Minutenstücke, ja, und haben daraus ihren eigenen Fetz gemacht oder sich ihren eigenen, ja, und natürlich, ja, dass sie unsere komplette Heimadresse komplett bekannt geben, ja, das gehört sich einfach nicht. Und ja, da haben wir, wie gesagt, haben wir uns entschieden, halt ganz selten, ja, live zu machen. Aber ich könnte mir vorstellen, ja, dass man vielleicht irgendein Opa, ja, oh, da sind irgendwelche Asylmenschen oder was, Polizei, gehen Sie mal da gucken, die bauen da schon die Zelte auf. Ja, no, wir können ja auch ein Mini-Zirkus sein, ne? Mini-Zirkus mit unserem Zelt. Ja, wie gesagt, wir bauen da ein Zelt auf. Das werden wir, so wie ich jetzt denke, könnte das eigentlich im Matler Busch ganz gut sein. Und da ist Platz genug. Da ist ein alter Trimmdichtplatz ist da. Und rechts und links und vor und zurück sind überall tolle große Wiesen. Ja, Wiesen brauchst du ja natürlich zum Heringe reinpieksen. Ja, und ja, da wollen wir mal gucken, ob wir da eventuell erzählt mal und wie schnell wir damit sind. Ne? Also ich werde da keinen Zeitraffer machen, sondern wir lassen das einfach so mal laufen. Mikrofone nehmen wir dann auch mit, weil wenn das auf dem Stativ steht, kann man auch ein Mikrofon dabei haben. Nur wenn ich damit jetzt mit der Kamera hin und her bewege, dann hätte ich da schwierig. Obwohl, Hase, jetzt hier durch das neue Gehäuse ist die der Stecker von dem Mikrofonsender viel besser drin. Das kühlt mir auch noch, was ist das im Keller, die kann da jetzt nicht. Ja, da ist viel besser jetzt fester drin. Also das ist dann nicht so mehr so ein Wackelkontakt. Könnte also vielleicht auch besser sein, wenn ich demnächst mal mit Mikrofon durch die Stadt laufe oder irgendwo durch hin und her laufe, dass ich dann auch Mikrofon bei habe. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Jo. Wow. Genau. So, aber wer stellt sich die Frage, was koche ich morgen? Na? Döner. Döner, ja. Döner macht schöner. Müsste mal türkisch machen, Melone türkisch mit Schafskäse, mit Ei, sag mal, nicht mit Ei, mit Schafskäse und dann so Honig, feine Honigfäden so drüber gießen. Könnte ich auch mal machen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da noch Schafskäse habe und ob der noch gut ist. Schafskäse, lecker schmeckrig. Ne, das wird hier nichts mehr mit dem Fernsehprogramm. Ist doch was für ein Arsch. YouTube verlassen. Komm nochmal wieder. Netzwerkeinstellungen aufrufen. Fritzbox verbunden. Niki, außer Reichweite. Ja, aber guck mal, da sind nur zwei Striche, ne, ein Strich, siehst du das? Ja, da stimmt irgendwas total. Na! Sag mal! Man Blechteller drunter stellen, damit die Strahlung, wie so ein Parabolspiegel. Das sollte mich wundern, wenn das geht, ey. Ah, nee. Alle Netzwerke anzeigen.
Aber vom Nachbar ist halt noch besser wie unser. Was machst du? Wie, du hast dran? Was hast du denn? Was ist denn? Ich bin dagegen gekommen. Ich krieg das nicht aufgesteckt. Ach du so. Wieso? Hä? Das ist ja schwer aufzustecken. Was ist denn? Ich bin nur mit dem Korb gerade leicht gegengekommen und das Ding hier flog nach unten. Hä? Das kommt doch gerade von da drauf runter. Ja, richtig. Dann muss es doch eigentlich noch... Genau. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht, sag mal. Da kriegst du ein Rohr bei. Ich kann jetzt mit meinem Arm auch nicht so. Au! Scheiße. Das war doch jetzt. Also, kannst du das verstehen zumindest schon mal? Guck mal, du merkst sofort, dass dann irgend, als wenn da noch ein Stück fehlt. Guck mal, das war bis hier drauf. Siehst du das? Bis da ist das dick noch. Ein dickes Rohr. Ne, guck mal. Als wenn das da gar nicht dafür gedacht ist, ne? Oder, das sieht genauso dick wie das andere. Ja, fehlt da noch ein Stück oder was vielleicht? Nee. Das war ja schon dran gewürgt. Ja, war das so, ja, ne? Das war dran gewürgt. Ja, oder man muss halt vielleicht ein bisschen warm machen. Boah. Kriegst nächsten Monat ja ein neues. Krieg schon wieder ein neues. Ach du lieber Gott. Ja, es gibt ein anderes. Da bläst du hier oben in so ein extra Röhrchen rein und dann, oder saugst da an, oder ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Dann funktioniert das auch schon. Also, das ist ja blöd. Das hat bis hier unten hat da drin gesteckt. Bis hier ist das so ein bisschen noch dicker. Und hier sieht man noch die Rillen. Ja, das muss jetzt nur ein bisschen weich warm gemacht werden. Dann dürfte das funzen. Ja. Lalelu. Vor dem Bettchen steht eine Kuh. Und die ist genauso besoffen wie du. Renate, mitschreiben. Fräulein Renate zum Diktat. Au. Paloma. Kukurukuku. Habe ich hier noch ein Yummiband? Hat Niki hier schon wieder gebaut mit dem Gummi. Das ist ein Gummifritze, du. Hat sie jetzt die Tür zugemacht und ist raus, oder was? So.
krumme Finger oder was? Na? Ach so, ihr fragt euch, was das ist? Ja, pass auf, kann ich euch gleich erklären. Das ist zum Wein abziehen. Wenn ihr Wein angesetzt habt, oder wie sagt man das, Keltern, ja, dann könnte das hiermit mit dieser, ja, Pumpvorrichtung könnte dann ansaugen und dann kann man den von einem Gefäß, vom Fass, sag ich mal, in Flaschen abfüllen, ne? Dafür ist das gedacht. So, das hänge ich jetzt hier irgendwo erstmal hin. Ich habe ja hier auch nochmal einen Schlauch. Ja, das ist ja auch nochmal so ein... Wisst ihr, selbst das hätte ich ja auch noch nehmen gekönnt. Nehmen gekönnert. Ach ja, so, komm. Ha? Warum hast du denn zu? Warum hast du zugemacht? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ich bin hier weg. Ach Gott, siehst du da überhaupt? Häng das doch hier und dann geh doch dann mit dem Ständer darüber. Ach du lieber. Hier ist. Ja, ja, ich mein's ja auch nur gut, ne? So nach dem Motto, mach die Küchentür zu, ich kann ihn hier arbeiten sehen. So. Jackie hat dich gerade klappern gehört. Also. So kurz an. Weil die saß fast neben mir. Zwischendurch kam sie nämlich und hat geguckt, was ich da mache. Also, ja, da tut sie. Trinken haben wir, ne? Wasser ist hier in der Kiste noch, oder? Alles klar. Dann ist alles super. Also, tu deinen Keller leer machen, wasch den ab und dann geh nach oben. So unterhaltsam bist du ja heute gar nicht, mein kleiner Scherzkeks. Weil ich Blähungen hab. Du hast Blähungen? Ja. Hast du aber nicht zusammengekriegt? Nee, Blähungen habe ich noch nicht so gern zusammenbekommen. Ah? Nein, ich meine den Schlauch. Ach so, nee, ich weiß nicht, wie das... Die zwei Sachen sind genauso dick. Ja. Aber du siehst, dass das weiter dran war. Ja, wahrscheinlich haben wir... ganz leicht dagegen gekommen. Mit so einem Heißluftföhn da irgendwas, dass wir ihn weich gemacht haben. Aber steht ja immer bei, leichte Steckverbindung, leicht zu reinigen. Ja, ich musste die ganze Pipeline da nehmen, damit ich jetzt sauber kriege. Eicheln? Eicheln. Eier. Ja. Brauchen wir auch nicht. Eier sind ja so ungesund. Genau wie Grünkohl. Ich hab dicke Eier in der Hose, ja. Ah, du sowieso. Weißt ja eh nicht, wohin damit. Schlender. Hallo, mein Gummibäumchen. Na, wie geht's dir? Du bist mein bester Schatz, ne? Er unterhält sich jetzt mit seinem Gummibaum. Den zu den Ast rein zu lassen, soll ich die Spitze abschneiden? Nee. Das lass. Ja, wenn du damit mal anfangen könntest, wenn man die einbuddeln könnte, ne? Also, guck mal, mach mal, zeig mal. Das ist ja schon groß. Seh das dann? Boah. Hammer. Ja, wenn du überlegst, einfach mal so.
Kompost freut sich. Hast du noch Kompost reingeschmeißt? Ja. Jo. Kannst du demnächst halt, wenn dann die Blätter wieder staubfrei machen. Krass, ne? Du hast hier Lebensmittel. Ich bin nicht, glaube ich, genug hin und her gerannt gerade. Jo, dann lass mal jetzt. Ja, solange wie ich noch laufen kann. Weil das Stehen, Wäsche aufhängen, halt schon anstrengend ist für den Rücken. Jo. Also renne ich noch so lange, wie es geht. Ja, das mache ich auch immer. Das stimmt wohl. Was mir stört, die angeknabberten Blätter. Ja, ne? Ja, die könntest du vielleicht so jetzt nicht ganz nah am Baum, sondern vielleicht so unterhalb, wo das Blatt ist, dass du das da nicht zu nah am Stamm. Nicht, dass das, naja, weil kommt mir das Gummi da raus, also diese weiße Flüssigkeit. Ja. Dann ist das undicht. Nee, direkt da am Fleisch entwickelt sich da nicht am Stamm. Ja. Schade ist. Und das ärgert mich schon die ganze Zeit. Ja. Und dann waren das immer so alles frische Blätter. Weil nur die frischen Blätter angeknabbert. Da, das ist ja, guck mal. Ja. Gleich sofort an dem Schnitt, gleich sofort, da, guck mal, ach Gott, wie das blutet. Da oben, siehst du das? Ja. Wolltest du da ein Stück Papier drauf machen, oder was? Nee, lass mal runterlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, nicht, dass das mehr ganz ausläuft. Ich weiß nicht, was die da dran machen, Honig oder irgendwas. Guck mal, da, von der, hier. Also, ja. Von der Seite. Ja, ich sehe es. Ach so, siehst du auch. Wie das am Stamm runterläuft, die Nuss. Ja. Boah. Was macht das? Ich hab die ganzen an. Das eine Blatt war schon tot. Das kleinere. Aber hat, glaube ich, schon aufgehört wieder, ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch selbstverschließend dann durch diese Milch. Kannst du da um die Ecke, das ist doch Laub, da kannst du doch da im Garten. Oh, rechts neben der Trepse. Bis nach oben gehen soll. Nein. Kannst du hier der Naschi mitnehmen? Willst du nicht? Nee, immer nicht. Was bist du denn für eine? Nom, nom. Nimm deine Limo mit. Boah. Ja, Leute, das war's mal wieder für heute. Ne? War mal wieder ein anstrengender Tag. Ein bisschen was Gemischtes mal wieder. Also, da läuft nicht immer so, ne, ist jeden Tag anders hier bei uns, ne. Also, wir haben kein Thema oder sonst was wir immer ständig beibehalten. Ja, also bei uns ist jeden Tag was Neues, ne. Wir haben jeden Tag Action in der Hütte. Ist doch gut. Also, ich sage, ich komme damit super klar. Ja, die beiden, die pushen mich hier auf, ja. Ja, und, push the button, tralala. Push the button, hopsasa. Ja und? Wir dürfen das. Alles klar, Leute, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif und den Rest auch. Gehabt euch wohl und bleibt uns treu. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ja, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann seht ihr immer, wenn wir was Frisches, Neues wieder rausbringen, auf Lager haben. Kommt ja auch jeden Tag ein neuer Film. Ja, komischerweise klappt das wunderbar. Ja, jeden Tag was Neues, Verrücktes. Ja, so ein bisschen Ditsche.
Ja, Fußbräuchs von damals, ne? Frank Fußbräuch, den könnt ihr übrigens immer noch besuchen. Ja, wenn ihr den kennt, Frank Fußbräuch. Der hat seinen eigenen Kanal. Ja, dann ist er da mit seiner Palize oder Frau, ich weiß das jetzt gar nicht mal so genau. Ja, und der erinnert mich so sehr an seinen Vater, ne? Ja, sein Vater, das war so ein richtiger Kölsche Klüngel, ne? So ein Kölsche Junge. Ja, und der sprach auch immer so, ne? Ist nicht mehr. Rosemarie, wie heißt der denn nochmal? Rosi oder Rosemarie, ich weiß das, ich kann das jetzt. Ihr geht's noch ganz gut, ja, und erzählt auch immer darüber, ja, wenn es ihr mal nicht so gut geht und so, dann gehen die sich immer besuchen und dann helfen sich. Schön, schöne Familiensaga, ja, und genau sowas wollen wir euch auch bieten hier. Ja, so ein bisschen verrückt, ausgeflippt, bekloppt. Wie gesagt, morgen haben wir auch wieder was vor. Ja, also ist jeden Tag was Neues, Lustiges bei uns. Ja, morgen wollen wir ja raus, ne, in die Natur. Ich will nur hoffen, dass das Wetter auch dazu lässt. Da wollen wir mal gucken, ob wir ohne Polizei, ja, unser Zelt mal aufbauen können. Ja, wollen wir mal probeweise aufbauen. Wir wollen ja da nicht campen, da, Matlabutt. Also, das wollen wir nicht. Ich müsste vielleicht Thorsten mal Bescheid sagen. Der kennt das ja, die Ecken, ja. Und dann können wir das mal aus. Da war auch schon mal Mittelaltermarkt. Ja, das weiß ich. Aber das wird nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht. Ja, so hier in Duisburg könnte ruhig öfters mal sowas laufen. In Duisburg, ne? Wo wir gestern waren, Fest der Vielen, ja. Boah, hör mal, da ist eine riesen Prärie, eine riesen Wiese. Da könnten 150 Lagerzelte stehen, ne? Also, Leute, lasst euch mal reinfallen, Duisburg. Ja, wir sind dann auch da, wir passen dann auch mit auf, beziehungsweise wir kommen auch gerne zum, na, zum auch geistig-seelisches Unterstützung. So, jetzt ist aber gut. Glück auf, ich wünsche euch was, ich wünsche euch alles Liebe und bleibt gesund. Tschüss. Bye, bye.